Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Wir haben heute so eine kleine Premiere. Wir haben das erste Mal den Versuch gewagt, das Ganze online aufzuzeichnen. Mal schauen, wie das so klappt, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Wie immer bin ich, der Jens Kubizil, am Mikrofon und neben mir oder fast neben mir ein paar Kilometer weiter sitzt der Jörg Sommer. Hallo Jörg. Ja, hallo zusammen in die Runde. Genau. Und üblicherweise hört ihr uns live an einem Donnerstag im Monat auf Radio OKJ oder dann später auf datenkanal.org im Internet. Ja, und heute ist es mal keine Live-Sendung, sondern wir zeichnen vorab auf und werden dann später das entsprechend ausstrahlen. Und wir haben uns heute auch einen Gast mit eingeladen. Das ist also auch nochmal so eine spannende Sache, also Remote-Aufzeichnung mit Gast. Mal schauen, wie das dann so nach der Zeit so wird. Ja, und wir begrüßen auch noch ein paar Kilometer weiter den Andreas. Hallo Andreas erstmal. Hallo. Die übliche Eröffnungsfrage, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch. Perfekt. Ja, die Audioqualität ist auch aus meiner Sicht recht gut. Also das klingt alles sehr in Ordnung. Also da freue ich mich auf eine hoffentlich gut klappende Aufnahme. Genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Ich hatte schon gesagt, unsere Webseite ist datenkanal.org. Dort könnt ihr alle unsere alten Sendungen hören, die wir bisher so aufgenommen haben. Ansonsten gibt es auch dort auf der Seite eine Möglichkeit, über Kommentare mit uns in Verbindung zu kommen, beziehungsweise natürlich gibt es diesen schönen Matrix-Kanal. Wenn ihr also datenkanal.org/mx aufruft, dann kommt ihr auf unsere Matrix-Seite und könnt euch dort mit uns unterhalten. Und ja, ansonsten gibt es noch einen Twitter-Account, einen Mastodon-Account, wo wir auch hin und wieder ein paar Nachrichten raushauen und auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber ich glaube, so ein zentraler Kanal ist schon diese Matrix-Seite. Da gibt es also doch durchaus einige Gespräche, die da hin und wieder stattfinden. Und auch da an der Stelle nochmal vielen Dank an den Ben, der uns vor kurzem gemeldet hat, dass da ein Link falsch war. Also wir hatten da einen Link auf einen Opus-Feed. Also das sollte eigentlich der Opus-Feed sein, der ging aber zum MP3-Feed. Und da hat er uns also vor kurzem darauf hingewiesen. Und also da bin ich sehr dankbar, weil mir war das bisher auch echt nie aufgefallen. Ich habe es korrigiert. Also jetzt geht der Opus-Feed auch wirklich zu Opus-Dateien. Also wer gerne Opus-Dateien mag, kriegt jetzt auch die richtigen Dateien runtergeladen. Genau, ansonsten habe ich vor kurzer Zeit erst die letzte Sendung hochgeladen. Also wir hatten den Datenkanal Nummer 97, der sich um das Urheberrecht drehte. Steht jetzt seit kurzem online. Und ja, also da könnt ihr reinhören. Und dann diese Sendung müsste laut Plan am 24.12. erscheinen. Ich bin noch ein bisschen unentschieden, wann die erscheint. Jörg, hast du so ein Wunschdatum oder wollen wir das als Weihnachtsgeschenk raushauen? Nö, an der Stelle ist mir egal, da es ja sowieso als Podcast zeitunabhängig zu beziehen ist. Aber könnt ihr auch als Weihnachtsgeschenk einfach am 24. mit herauspurzeln. Okay. Lasst euch also überraschen. Genau, also und Andreas hatte ich schon kurz erwähnt. Andreas ist heute so unser Gesprächspartner und wir sind auf ganz andere Art und Weise quasi auf das Gespräch gestoßen. Wenn ich nämlich so mal zurückblicke in den Juli, Ende Juli, gab es da einen Tweet der Polizei Thüringen, die gesagt hat, gute Polizeiarbeit braucht gute IT, die Polizei zählt auf dich. Mit einem kleinen ironischen Werbespot dazu. Genau, mit so einem kleinen ironischen Werbespot, richtig, wo es um so das Thema halt ging. Und aber dann in den Folgetweets ging es halt darum, dass man sich da bewerben kann als Systemtechniker, Integrator, Informatiker und so weiter und so weiter. Und bei den Antworten auf den Tweet tauchte eine Antwort auf, die hieß, wer schonungslos ehrliche, aber auch faire Informationen
aus erster Hand bekommen möchte, wie es sich anfühlt, als ITler im LKA Thüringen zu arbeiten, darf sich gern per DM an mich wenden. Knapp 10 Jahre Eindrücke bieten. Und das fand ich, ist auch ein guter Ansatz, um das mal im Podcast hier aufzuarbeiten. Und ich hatte dem Andreas dann öffentlich geantwortet. Und du hattest dann auch Ja gesagt. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Also nochmal herzlich willkommen, Andreas. Ja, danke schön. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, arbeitest oder arbeitetest du als Healer beim LKA. Vielleicht so zu Beginn kannst du kurz mal sagen, was du gemacht hast, was du so Schönes machst derzeit, und kannst dich also mal uns und unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Das kann ich machen. Also, mein Name ist Andreas Ufert. Ich bin, der Podcast ist ja so ein bisschen in Nerdsicht. Insofern wird das auch heute ein bisschen mehr eine Rolle spielen, da quasi die IT-Seite da zu betrachten, also nicht nur Polizei und was da so stattfindet. Bei mir selbst ist es auch so, ich bin, in den Computerzaubertrank bin ich irgendwann Ende der 80er Jahre gefallen, bin Baujahr 74, oder also so irgendwie Teenager, und habe nach meinem Abitur in Jena 92 im Herbst angefangen, Informatik zu studieren. Und da war eigentlich so der erste Kontakt mit damals noch kommerziellen Unixes, also das erste Mal Unix-Rechner in der Hand gehabt, fand das total spannend, und habe dann so in Nebentätigkeit im Rechenzentrum der Uni Jena, oder also im Teil der Ausbildungszentrum hieß das damals noch, gejobbt und hatte da eigentlich relativ viel Zeit, mich mit so verschiedenen Flavors of Unix zu beschäftigen. Dann kam relativ früh schon Linux dazu, also so mit den ersten Versionen. Und naja, so habe ich meine 90er Jahre verbracht, habe da mich quasi zum Unix-Systemadministrator entwickelt. Also Softwareentwickler bin ich nie geworden und werde ich wohl in meinem Leben auch nicht mehr werden. Aber auf der Ops-Seite habe ich da relativ gut Fuß gefasst. Und da bin ich dann nach einem kurzen, also zum Ende des Studiums hin, nach einem kurzen Abstecher in jener Startup-Szene, die in meinem Fall jetzt nicht wie Intershop durch die Decke gegangen ist, sondern so ein bisschen vor sich hin dümpelte und dann in das Platzen der Dotcom-Blase dann ein bisschen reingerutscht. Und da war dann quasi von der freien Wirtschaft schnell die Alternative gesucht und da stolperte ich irgendwie über, das LKA Thüringen sucht gerade Unix-Administratoren. Also der Zufall, der mich da hingetrieben hat, war eigentlich auf eBay, hat jemand in meinem Namen Betrug durchgeführt, also gab da meine Adressdaten an, wie auch immer. Bevor da irgendjemand mich anzeigen konnte, bin ich lieber zur Kripo Jena gegangen und habe gesagt, hier stimmt was nicht, guckt mal, und habe Anzeige erstattet und habe gemerkt, die Polizei weiß nicht wirklich, wovon ich rede, wenn ich Internet und eBay sage. Und da habe ich so gefragt, braucht ihr nicht jemanden, der sich damit auskennt? Und dann haben sie gesagt, bei uns nicht so, aber in Erfurt suchen sie gerade. Geh doch mal dahin. Und dann habe ich eine Bewerbung hingeschrieben und war dann zunächst für 2 Jahre befristet dort eingestellt als angestellter Informatiker, hatte Kontakt mit HP Unix, also HP UX und Linux vor allem. Und diese 2 Jahre Befristung, da habe ich mir so gedacht, naja, wenn es Spaß macht und wenn die mich dann noch brauchen, dann kann man ja irgendwie nochmal neu verhandeln. Ne? Bin ein bisschen naiv in den öffentlichen Dienst gerutscht und dachte, da kann man nach 2 Jahren neu verhandeln. Tatsächlich ist dann nach den 2 Jahren auch mühsam eine Verlängerung und eine Unbefristung quasi durchgeführt worden, auch wenn das nicht sehr flexibel schnell passierte, sondern wie der öffentliche Dienst so die Mühlen malen halt langsam. Und daraus sind dann 10 Jahre geworden. Dann war ich im Prinzip von 2002 bis 2013, also von Dezember 2002 bis Sommer 2013, also eigentlich waren es 10,5 Jahre. Und das war schon eine spannende Zeit. Aber wir kommen dann sicher später noch mal ein bisschen dazu, weil ich ja gesagt hatte, wer wissen will, wie es sich anfühlt, dort zu arbeiten, dass ich dort nicht alt werde, habe ich relativ schnell gemerkt. Es war zwar immer wieder irgendwie so, dass ich sage, okay, hier macht alles viel Spaß. So technologisch war es sehr herausfordernd. Und wenn man Neugier und ein bisschen Forscher dran hat, war das auch alles sehr spannend. Aber es kamen natürlich nach und nach immer mehr Punkte dazu, die irgendwie einen Wechsel bringen mussten. Und da bin ich dann im Sommer 2013 bin ich dann zur IT der Deutschen Bahn gewechselt, DB Systel GmbH, und da bin ich bis heute. Das sind jetzt auch schon wieder 7,5 Jahre. Und
Ja, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, über die IT der Bahn. Das könnte mal ein anderes Thema sein. Wir wollen heute darüber mal ein bisschen, also meine Idee war so ein bisschen darüber reden, wie sieht IT überhaupt so ein bisschen bei den deutschen Polizeien, also so im Plural, ne, in verschiedenen Ländern oder im BKA, wie sieht das so aus, was wird da so betrieben, was werkelt da so drunter für Technik? Und naja, zu der Frage von wie fühlt sich so an, dort zu arbeiten, kommen wir sicher auch noch ein bisschen. Das sind so zwei Teile. Ich muss dazu sagen, alle meine Erfahrungen, also das war auch Bestandteil dieses kleinen Threads da auf Twitter. Die Polizei hat da bei meinem Tweet ein bisschen, würde ich sagen, pikiert reagiert, aber es war so ein bisschen ein, ja, wenn deine Erfahrungen nur 7 Jahre alt sind, dann kannst du ja hier gar nicht mitreden, wir entwickeln uns ja weiter. Das mag stimmen. Meine Erfahrung ist, die Weiterentwicklung ist jetzt nicht so die absolut schnellste, so verglichen mit anderen Bereichen der Wirtschaft, aber ich glaube gern, dass sich da technologisch einiges getan hat und sich auch verändert hat. Das heißt, es wird heute immer wieder Punkte geben, wo ich sagen muss, das war Stand 2013, das kann heute anders sein. Das weiß ich dann nicht. Ne? Aber die Grundzüge dessen, womit man sich dort beschäftigen kann und wie sich das so anfühlt, dort zu arbeiten, denke ich, da kann ich dafür sprechen. Und naja, können wir mal drüber reden. Also ich würde aber gerne einen Schritt weiter zurückgehen in deine Vergangenheit, weil du hast gesagt, du hast 92 Info hier studiert. Ja. Also das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie ist denn das Infostudium damals so abgelaufen? Also, im Herbst 92 waren, ich denke mal so die ersten, ist natürlich immer schwer zu sagen, wie groß ein Studiengang ist, aber ich schätze mal, es waren so, wenn das zwischen 35 und 45 Leute, noch lange kein NC oder irgendwelche Zugangsbeschränkungen. Es waren viele, die zuvor schon mal irgendwie im Mathestudium unterwegs waren oder auf anderen Pfaden, die gar nicht unbedingt so jetzt direkt vom Abi kamen wie ich. Und es war, ich möchte sagen, sehr familiär. Also wir saßen da zu Vorlesungen häufig oben irgendwo in Areanum, da in den relativ, naja, so mittelgroßen Vorlesungsräumen. Die waren dann halt mit 30 Leuten sehr, sehr dünn besetzt. Und im Grundstudium war das noch alles so etwa in der Größenordnung. Im Hauptstudium dann etwas später, ich habe noch zwischendurch noch Zivildienst gemacht, also hatte auch noch ein Jahr Verzug drin, oder eigentlich, naja, ein Vierteljahr war es, dadurch sind es anderthalb Jahre Verzug geworden, war es dann sehr schnell so, je nachdem, welche Fächer man sich dann ausgesucht hat, also ich saß teilweise mit 3 oder 4 Hörenden in Vorlesungen, also Professor in einem kleinen Seminarraum vorne und 3 oder 4 im Publikum, im Auditorium. Und wenn die 3 oder 4 es vorzogen, lieber einen Kaffee trinken zu gehen, war ich schon auch mal alleine mit meinem Professor da. Was in dem Fall bei theoretischer Informatik gar nicht so schlecht war, weil man, wenn man sich da durchbeißen muss durch Anwesenheit, hat man wenigstens Chancen, da irgendwie am Ende auch durch die Prüfung zu kommen, wo ja eigentlich bei theoretischer Informatik wurde gut gesiegt, sage ich mal. Also es war schon sehr, sehr viel familiärer und mit meinem Ausscheiden dann so Ende der 90er, so 98, 99, 2000, waren dann die große Flut an Informatikstudenten da. Also da gab es dann, glaube ich, auch Zugangsbeschränkungen und volle Hörsäle mit vollen Treppen und so. Also das war in den 90ern deutlich anders. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Jörg, du hast auch ein bisschen eher angefangen, als ich zu studieren. 2000, wie war das bei dir? 2001, also ja, ich war im Prinzip so ein Jahrgang, in dem wir haben in der Karl-Zeiss-Straße unten in diesen Hörsaal 1 hatten wir für die Informatik 1 Vorlesungen voll. Da waren, glaube ich, 500 Leute oder sowas drin. Aber das war eben diese Dotcom-Zeit, in der es hieß, jeder muss Informatik studieren, Informatik, Informatik. Und die Profs, also die Info 1, das war damals der Rossack, der hat schon in den ersten Vorlesungen prognostiziert, dass zu Weihnachten mindestens ein Drittel weg ist. Und so kam es dann auch, weil einfach viele festgestellt haben, Informatik ist nicht unbedingt ein Installieren von Windows oder ein Spielen und Zocken, sondern das ist schon ein bisschen inhaltlich was anderes. Und so dünnte sich das dann auch über das erste und zweite Semester aus. Genau.
Ja, man muss schon sagen, also dass das schon in großen Zügen ein Mathematikstudium ist oder halt ein sehr trockenes theoretisches Studium, war vielen nicht bewusst. Mir auch nicht, muss ich sagen. Also ich habe mir danach häufiger gesagt, dass ich an der Fachhochschule wahrscheinlich besser aufgehoben wäre, weil ich eher durch meine, diese Laissez-faire, such dir deine Vorlesungen, such dir deine Seminare und komm mal irgendwann zur Prüfung vorbei, habe ich da schon auch ganz schön viel verzögert. Ich habe zu der Zeit halt, wie gesagt, in dem Rechenzentrum sehr viel gesessen, täglich eigentlich, und habe quasi mich autodidaktisch fortgebildet, was ich eigentlich bis heute mir erhalten habe. Also dieses sich selbst was erarbeiten und basteln hat mir für die Praxis erstmal irgendwie mehr gebracht. Aber ich finde trotzdem, es ist unglaublich wichtig, warum es, also auch für die Praxis, selbst zur Arbeit im LKA, warum es besser ist, einen Index mehr auf irgendeine Tabellenspalte in der Datenbank zu setzen, als 5 CPUen nachzustecken. Also es ist, diese Theorie zu wissen, ist unglaublich wichtig für die Praxis. Hm. Und hat es dann deine, also das, die Tätigkeit im Rechenzentrum dir da geholfen, dass das Wissen zu erwerben, oder hast du es irgendwie quasi zu Hause dir angeeignet? Ich hatte zu Hause privat überhaupt keine Rechner bis Ende der 90er. Also ja, doch, meine damalige Freundin hatte ich weiß noch, so in 93 muss das gewesen sein, einen kleinen 386 irgendwas, wo ich meine ersten Linux-G-Versuche auf Disketten gemacht habe. Ich wollte halt dieses Windows 3.1 auf der Festplatte nicht platt machen und habe auf dem 3,5 Zoll Laufwerk gebootet und aufs 5,25 Zoll Laufwerk geswappt, weil die 4 MB RAM ein bisschen knapp waren. Und so waren meine ersten Linux-G-Versuche und dann war ich halt wirklich in den Linux-Zaubertranktopf gefallen, weil von da an hat mich das nicht mehr losgelassen und kommt auch nichts anderes auf meinen Desktop. Und was für Unix hat die Uni damals eingesetzt? Das war die ganz große breite Palette. Also es gab da von HP UX über DEC Ultrix, dann so Silicon Graphics, die hießen, glaube ich, Irix oder so. Ja. Es gab Solaris-Maschinen und am allermeisten war das IBM AX. Das war, also es gab relativ viele RS6000-Maschinen, die auch in einem quasi Endanwender-Pool benutzbar waren. Also das war schon, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle genannt habe, aber das war schon eine spannende Landschaft auch. Also diese RS6000-Landschaft war alles AX mit den Homes alle per NFS gemountet, was auch dazu führte, wenn der NFS-Server gerade mal weg war, hing quasi der ganze Pool. Das komplette I.O. aller, die im Pool saßen, hing halt und alle haben geflucht und geduldig gewartet, hoffentlich. Und es gab noch einen Endanwender-Pool das waren so auch 386 Kisten Siemens, also Intel-basiert, die booteten Intel-basiertes, ich weiß gar nicht, ob das welches genau das war, also ein X-Window-System mit 640x480 in VGA-Auflösung, die sich an den DEC Ultrix per XDM verbunden haben. Also das war schon auch alles so rein von der Kapazität her an der Lastgrenze. Auf der anderen Seite haben zu der Zeit noch 3 buchstabige Logins im Rechenzentrum für die gesamte Uni gereicht. Also man konnte da problemlos sich sein Kürzel nehmen, was man durch das ganze Leben mitträgt. Beziehungsweise hat man bekommen. Ich habe halt im Rechenzentrum die Möglichkeit gehabt, mit all diesen Maschinen dann ständig Zugang zu haben. Oder auch, dass mal irgendwo eine x86-Maschine quasi unbenutzt stand, die man mal mit einem Linux bedampfen konnte und da ein bisschen experimentieren. Oder da war auch schon relativ viel Hardware unterwegs, wie als die ersten CD-Brenner aufkamen. Oder dieses Ausbildungszentrum hat sich dann auch als Medienzentrum verstanden. Das heißt, da gab es einen großen Scanner, der irgendwie angebunden werden musste und so. Und da war eigentlich täglich zu basteln und zu lernen. Das hat schon Spaß gemacht. Und an der Stelle, wie divers war damals die Hardware-Struktur? Also du hattest, glaube ich, jetzt schon die RISC-Maschinen erwähnt und DEX, also Alpha, waren doch dabei? Genau, also die im Prinzip alles, diese kommerziellen Unixes waren ja alle auf Hardware von diesen Herstellern. Also die AX waren halt alles IBM-Maschinen und die HP-UX-Maschinen. Gut, hab ich die HP-UX-Maschinen? Doch, die habe ich auch gesehen. Das waren halt, wie hießen die Prozessoren? Ich meine, PA-RISC, genau, PA-RISC, wie im LKA dann auch mir begegnet sind. Also das waren schon sehr unterschiedliche Architekturen. Also alles in unterschiedlicher Verarbeitungsbreite, Big-Endian, Low-Endian und schon eine große Vielfalt.
Das klingt auch recht spannend, muss ich sagen. Aber ja, Jörg, du wolltest was sagen? Das ist ja leider im Prinzip auch das, was zusammengeschrumpft ist. Zu meinen Zeiten gab es noch einen Deckpool, in dem, nee, Quatsch, nee, nur einzelne Rechner, nur einzelne Alpha-Rechner. Und Solaris lief noch, aber das war auch schon auf Intel-Architektur. Also so. Die Solaris-Maschinen, die ich da kannte, die haben damals so das ganze DNS- und SMTP-Kram der gesamten Uni abgewickelt. Also das lief damals auf Solaris. Ach krass, denn bei uns gab es richtig einen Solaris-Pool, da konnte man als Student nochmal ein echtes anderes System eben neben Linux oder Windows sehen. Aber Ja, ansonsten. das glaube ich war auch nicht ganz nutzlos beim Wechsel. Also ich habe dann, als ich dann zum LKA hin bin, wie gesagt, da Genau. stand schon in der Ausschreibung drin, ja, du wirst mit HPUX Kontakt haben. Und da habe ich halt dann schon im Prinzip sagen können, ja, Anwenderkontakt habe ich da schon. Ich war jetzt nicht der große Administrator von HPUX, die Gelegenheit hatte sich nicht ergeben. Und so ein bisschen ist das später auch wieder der Fall gewesen, als ich zur Bahn gewechselt bin. Die Bahn hat zu der Zeit im Rechenzentrum sehr viel auf Linux und Solaris gerechnet. Und ich hatte eigentlich keinerlei Solaris-Kontakt die 10 Jahre vorher und konnte aber sagen, naja, mich schrecken unterschiedliche Unixes nicht ab. Ne? Es ist irgendwie, die Prinzipien sind ähnlich, die Details sind unterschiedlich, aber da kann man sich reinarbeiten. Und so war es dann auch. Und also was du noch gesagt hast, dass ihr auch damals 92, also ich sag mal, irgendwann, also nach Beginn deines Studiums, ihr Linux eingesetzt habt, weißt du, wie das dazu gekommen ist? Weil also mein Gefühl wäre jetzt, dass sich relativ viele Leute erstmal weigern, so ein Frickelsystem quasi einzusetzen. Und das war ja doch relativ zeitig, wo das dann mit zum Einsatz gekommen ist. Das ist nicht irgendwie produktiv zum Einsatz gekommen und zumindest zu Okay. der Zeit noch nicht wirklich, sondern das war halt, wie gesagt, Rechner ist frei, guckt man sich mal an, findet es schön, sieht, dass da die gleichen Compiler laufen und dass diese ganze freie Softwarewelt sich dort entfaltet. Das war im Prinzip ein bastelndes Kennenlernen. Also ich glaube nicht, dass groß Linux auf den Pools des Rechenzentrums eine Rolle gespielt hat, zumindest in den 90ern noch nicht so wirklich. Ende der 90er wahrscheinlich schon, auch in der Rechenzentrumsstruktur, also sagen wir, im Rechenzentrum, im tatsächlichen Datacenter von Rechenzentrum. Aber so mit den ersten frühen Versionen war das eher ein, hey, guck mal, hier gibt es auch ein freies Unix. Das war schon eher so diese Erkenntnis. Okay. Ja, weil ich kann mich erinnern, dass als ich dann an der Uni war, das ist dann so irgendwie rund 10 Jahre später gewesen, als du angefangen hast, dann gab es eigentlich, also sozusagen die Rechner, mit denen ich zu tun hatte, waren fast ausschließlich Linux-Rechner. Ja, das ging dann schon ziemlich schnell, dann der Wechsel. Nee, denn Genau, aber, ja, Jörg? ich war ja im Prinzip auch mal eine Zeit lang mit am Aufbau des Linux-Pools mit beteiligt, weil der erste kleine recht ungünstig konfiguriert war und einerseits jeder Rechner einen anderen Softwarestand hatte und es gewisse Möglichkeiten gab, nochmal in das System einzugreifen, die eigentlich nicht so sinnvoll waren. Und deswegen hatten wir ja uns damals bemüht gehabt, der Adrian und ich, diesen Linux-Pool etwas umzubauen, sodass er im Zentral, wir haben damals halt AFS gewählt als Dateisystem, weil NFS damals noch keine Sicherheitsmöglichkeiten geboten hat, wie jetzt NFS 4. Aber das war insofern auch ein großer Schritt nach vorn mit fürs Fakultätsrechenzentrum. Also ich spreche jetzt eben von der Mathe-Informatik, weil die damit dann die Software auch wirklich zentral aktualisieren konnten und verwalten konnten und nicht mehr von Rechner zu Rechner laufen mussten. Also das muss ich sagen, weil du gerade Security gesagt hast, das war natürlich zu der Zeit bei den ganzen Unix-Systemen noch echt vollkommen offen. Ne? Wenn man da in so einem Pool saß mit irgendwie, ich weiß nicht, lass es irgendwie 8 solche RS-6000 Maschinen gewesen sein, da konnte ich mich problemlos auf der Maschine neben mir anmelden, einen X-Host Plus machen und auf dem X-Display des Kollegen quasi rummalen, Fenster einblenden, Dumps ziehen, sonst noch was. Das war ja aber nichts abgesichert. Ne? Aber so lernt man dann auch wirklich kennen, welches Stück Software redet eigentlich mit welchem in so einem Unix-System und was für Protokolle werden da eingesetzt und warum ist das hier gerade unsicher und so. Also es ist schon eine spannende Zeit gewesen. Genau, Naja, und vor und allen Dingen, letzten Endes, ja.
Wenn man selbst als Student dann noch relativ kreativ zu Werke geht und guckt, was denn so alles möglich ist, da findet man viele Sachen. Genau, und letzten Endes war es dann, ich hatte die Geschichte schon erzählt, also irgendwann 2002, ja, da sind Stellen ausgeschrieben, guck doch mal dorthin. Und da habe ich Bewerbung hingeschrieben, wurde eingeladen und wurde, also die Stellen waren ausgeschrieben, weil dann gerade im Nachgang von 9/11 gab es so ein Antiterrorpaket bei den deutschen Polizeien. Also die haben alle so ein bisschen Mittelchen gekriegt, sich da neu aufzustellen. Und in diesem Paket waren dann zwei Neueinstellungen in der damaligen Abteilung 5 des Thüringer Landeskriminalamtes, hieß das. Und da bin ich mit einem Kollegen dorthin gekommen, den ich vorher nicht kannte oder den ich dann dort kennengelernt habe. Und naja, da hieß es dann als allererstes, meine erste Aufgabe nach dem Rundgang quasi, hieß, naja, wir brauchen hier mal irgendwie so ein Proxy. Wir arbeiten hier, wenn wir Linux nutzen, mit SUSE Linux, also so SLES Enterprise. Ne? Setz doch mal so ein Proxy auf. Das saß ich dann in meinem Büro und dachte, okay, hier gibt mir jemand Geld für mein Hobby. Das habe ich jetzt irgendwie die letzten 5 bis 10 Jahre auch gemacht. Und plötzlich gibt mir jemand Geld dafür. Kann nicht so schlecht sein. Also mein erster Eindruck. Naja. Und das waren so die ersten Tage. Und dann hieß es relativ schnell, ja, wir haben hier zwei große neue Projekte. Das eine war, das gesamte Vorgangsbearbeitungssystem der Thüringer Polizei sollte damals von einer sehr alten Unix-Plattform, Siemens-basiert war das, sollte auf neue Füße gestellt werden und auf eine HP UX Oracle-Plattform gehoben werden. Das stammt ein bisschen daraus, dass die Thüringer Polizei zu der Zeit eine Kooperation hatte mit dem Bayerischen und der aus Nordrhein-Westfalen, zumindest was das Vorgangsbearbeitungssystem betrifft. Und die Bayern haben dann halt gesagt, okay, wir lösen hier die Siemens-Plattform ab, es geht dahin. Und da hat Thüringen ganz genauso mitgemacht. Das war das eine Projekt, was im Prinzip auf diese Plattform rutschte. Und ich bin in das andere Projekt gekommen. Und zwar handelt es sich da um Impol-Land, um konkret zu sein. Impol ist das Informationssystem der Polizei, ist, glaube ich, die Abkürzung. Das heißt auch synonym in anderen Ländern häufig POLAS, polizeiliches Auskunftssystem oder sowas. Und das wurde schon relativ viele Jahre vorher betrieben auf einer, weiß gar nicht welche Plattform, es war irgendein Mainframe-Kram oder irgendwas. Zumindest laden die Thüringer Daten in irgendeinem kleinen Abschnitt eines Großrechners im BKA. Also wir hatten da nicht direkt Zugriff drauf, Zugriff schon, also polizeilichen Zugriff, aber nicht aus Obsicht. Und es gab dann deutschlandweit, das muss so um 2000, 2001 gewesen sein, eine große Anstrengung, Impol neu aufzusetzen. Also Impol sollte abgelöst werden. Und dieses Projekt hieß damals Agil, Arbeitsgruppe Impol Land, und ist mit Krachen baden gegangen. Also es war irgendwie, jemand hat da groß feierlich den roten Button gedrückt und alles ist zusammengebrochen, in Anführungsstrichen. Und daraufhin wurde sich neu umgeschaut, wie kann das denn jetzt aussehen? Und Also fünf, kannst ja? du noch mal ganz kurz, also kannst du es von der Zeit her oder kurz einsortieren, ist das alles sozusagen vor deinem Einstieg passiert oder Das war vor schon meinem während? Einstieg, ja. Okay, gut, Ich ja. war im Prinzip bei dem zweiten Versuch eines Neuanfangs dabei. Und die Softwareauswahl fand dann im Prinzip so statt, dass man gesagt hat, okay, welches Land hat denn schon was Benutzbares? Und da waren Hamburg und Hessen, oder zumindest Hamburg vorneweg, Hessen weiß ich gar nicht, ob die da schon mit dabei waren, hatten schon etwas Benutzbares am Start. Und zwar eben auf so einer Oracle-Basis, ich weiß nicht, ob damals da auch schon HP UX drunter lag, aber auf alle Fälle so eine HP Oracle-Plattform mit einer benutzbaren Software, die geeignet schienen, in alle Länder ausgerollt zu werden. Und das war dann quasi der zweite Anlauf, Impol neu in Betrieb zu nehmen. Und da bin ich reingerutscht in dieses Projekt. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, HP UX, also auf PAVIST-Prozessoren war das, HP UX 11. Ein Oracle 9i lag darauf, also als Datenbank. Und der Anwendungsschicht waren, das hieß damals Oracle Internet Application Server. Also das war im Prinzip zum einen OC4J, das ist also Oracle Containers for Java. Das ist so ein bisschen der Tomcat von Oracle gewesen, in Anführungsstrichen. Also J2EE-Plattform, ein bisschen Apache dazwischen als Webserver und Forms war ein Oracle-Produkt als Fat Client. Das war die Basis damals.
Nee, wie ist das nochmal? O4J oder? OC4J, also OC4J hieß damals der Container. Der ist dann später, in späteren Versionen ist das dann WebLogic Server geworden. Also Oracle hat da irgendwie was aufgekauft, hat das besser gefunden, hat den OC4J weggeworfen. Am Ende ist das immer so eine Plattform, wo ich so ein Java Webarchiv reinwerfen kann, wie eine Tomcat. Wo so JSP-Seiten und komplettes Java im Prinzip im Hintergrund werkelt. Okay. Aber was ich meine, dieses Impulse-System, das ist ja schon vergleichsweise alt. Also wenn ich mich richtig erinnere, muss es irgendwie aus den 70er Jahren kommen. Ja, ich denke, es hat eine lange Geschichte, ja. Genau, du hast gesagt, das ist dieses Vorgangsbearbeitungssystem. Also das heißt... Das Vorgangsbearbeitungssystem war das andere Projekt, wo der Kollege reingerutscht ist. Also das ist quasi, wenn ich auf die Polizeiwache komme und sage, ich muss eine Anzeige aufgeben, dann öffnen die ihr Vorgangsbearbeitungssystem, tippen da den Vorgang ein und das ist so das, was eigentlich jedes, die Business-Logik der Polizei quasi. Das Impol wiederum ist das eigentlich das Fahndungssystem. Also da ich komme nachher noch dazu, was da für Inhalte überall erstmal nativ drin sind und auch für Auskunftssysteme angebunden sind. Aber das ist im Prinzip den Weg vom Vorgangsbearbeitungssystem zum Fahndungssystem oder zu Impol halt, findet das im Prinzip erst, wenn ich sage, okay, ich bin hier ein Geschädigter, mein Fahrrad ist gestohlen worden und das wird jetzt zur Fahndung ausgeschrieben. Dann wandert ein Sachdatensatz quasi vom Vorgangsbearbeitungssystem in das Fahndungssystem. Hm? Okay. Solche Sachen. Wenn wir gerade so bei diesen Sachen sind, was mich auch noch interessieren würde, so ein bisschen auch vielleicht zur Abgrenzung für alle anderen, weil du sagst, du gehst jetzt zur Polizei. Ich meine, du bist ja selber zur Polizei mal gegangen, wegen dieses eBay-Betrugs-Dings da. Und das, ich denke, das machen ja die meisten, dass die erstmal zur Polizei gehen, zur Wache, sage ich mal, und sagen, hier, da ist irgendwas, Fahrrad geklaut worden, eBay-Betrug, keine Ahnung, ich bin verprügelt worden oder was auch immer. Und dann hast du ja gerade gesagt, das landet in diesem Vorgangsbearbeitungssystem. Aber also was vielleicht die Hörerinnen und Hörer interessieren könnte, wäre so die Frage auch, wann kommt das dann zum LKA? Kommt das dann alles immer sofort zum LKA oder gibt es dann irgendwie erst eine Grenze, dass man ab einer schweren Verletzung dann vom LKA weiter bearbeitet wird? Also vielleicht kannst du nochmal zur Aufgabe des LKAs an sich was sagen. Das klang jetzt ein bisschen nach dem, wann das LKA als Behörde sich darum kümmert. Ne? Also das LKA aus IT-Sicht ist die Zentralstelle für Datenverarbeitung für die gesamte Thüringer Polizei. Also im Prinzip ist das Ganze wird zentral gerechnet und im Land ausgerollt sind quasi nur so eine Windows-Kleinstruktur und die Anwendungen, die benutzen, sind größtenteils webbasiert. Also es findet größtenteils im Browser statt. Aus IT-Sicht ist das LKA die Zentralstelle. Aus polizeilicher Sicht, da kann ich eigentlich nur, ab einer gewissen Schwere der Straftat zieht das LKA wahrscheinlich irgendwelche Maßnahmen an sich oder irgendwelche Ermittlungen an sich. Wann das passiert, kann ich nicht sagen. Also so viel Kontakt zum Polizeivollzugsbeamten hatte ich dann nicht, um das Polizeifachliche dahinter zu wissen. Also ich frage nur deswegen auch, weil, du hast jetzt gesagt, dass das LKA hier quasi die gesamte IT, ich sage es mal in Anführungsstrichen, managed. Es gibt aber auch, ich weiß nicht, wie es hier in Thüringen ist, aber in anderen Bundesländern so polizeiliche Rechenzentren. Ja, ja. Und weißt du da, wie es da vom Unterschied her ist? Also ist das in den anderen Bundesländern dann anders geregelt, dass das nicht mehr Aufgabe des LKAs dort ist, sondern dass das gemacht wird? Oder gibt es in Thüringen auch ein polizeiliches Rechenzentrum und die machen was ganz anderes? Also das macht jedes Land anders, ist richtig. Und diese Zentralstelle für Datenverarbeitung, für polizeiliche Datenverarbeitung, ZPD haben sie es ja, glaube ich, später genannt, im LKA, das war auch nicht Gott gegeben, dass die immer im LKA bleibt. Also es wurde durchaus auch mal diskutiert, die könnte auch, wie in Brandenburg oder NRW ist es, glaube ich, so, dass das in einer Extrabehörde ausgelagert wird. Es gibt gewisse Vorteile, dass man halt polizeifachlich sehr nah zusammenarbeiten kann, wenn die nur einen Flur weiter sitzen. Und es gibt auch gewisse Vorteile, wenn man sagt, okay, diese Behörde ist eine IT-Behörde und hat als Kerngeschäft IT und geht da vielleicht auch ein bisschen anders ran, als eine Polizei das machen würde. Es gibt beide Modelle in verschiedenen Bundesländern. In Thüringen ist es so, dass die, wie gesagt, die IT im LKA liegt. Allerdings, muss man dazu sagen, gab es schon in den 90ern einen Kabinettsbeschluss der Landesregierung, die gesagt haben, alle Verfahren sollen in das Thüringer Landesrechenzentrum. Oder damals gab es noch zwei, das TLRZ und die Zentralstelle für Informationsverarbeitung, ZIF. Das wurde dann eine Behörde, die sitzt am Finanzministerium.
Und das sollte eigentlich alles dorthin migrieren. Und das war aber während meiner gesamten 10 Jahre ein Dauerzustand, der mal beschleunigt wurde, mal wieder verzögert. Und da gab es auch viel Interessenkonflikte. Also sowohl auf höherer Ebene, fand ich, als auch bis runter zu dem, der auf der Konsole arbeitete. Der sagte halt, also im LKA sagten viele, ja, wir können ja nicht einfach das Betriebssystem und den Basisbetrieb an eine andere Behörde geben und dann hier nur Anwendungen machen. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja alles miteinander sowas von verwoben. Das kann man nie trennen. Und diese Haltung war halt ständig der Verhinderer dieses Umzugs. Und aus meiner Sicht, während der 10 Jahre, in denen ich dort war, war das so ein halber Umzug, so ein bisschen so ein Halbschwanger. So ein Teil der Anwendung ist dahin gegangen, in das Rechenzentrum am Finanzministerium. Dort wurden auch extra Kollegen dafür eingestellt, aber so richtig beherzt wurde nie umgezogen. Und das kann sein, also mit dem Neubau der Gebäude des Thüringer Landeskriminalamts da am Schwemmbach an der Kranichfelder Straße, zog dort auch wieder Rechenzentrumstechnik ein. Ich habe den Neubau nicht mehr in Betrieb erlebt. Ich gehe aber davon aus, dass da auch nach wie vor Verfahren betrieben werden. Das ist ja, also die zwei großen, was ich jetzt gesagt habe, die Vorgangsbearbeitung und das Impulsystem, sind ja nur zwei Beispiele. Es gibt da eine Riesenpalette weiterer Verfahren, häufig deutlich kleiner vom Aufwand und auch vom Einsatz von Mitteln her. Aber das heißt, ein guter Teil wird auch noch wahrscheinlich im LKA betrieben werden. Würdest du denn sagen, dass es sinnvoll ist, die ganzen zu trennen oder beziehungsweise alles im Landesrechenzentrum zusammenzuziehen? Ich habe jetzt diese zwei Muster. Also man kann ja im Prinzip sich das vorstellen, wie will ich eine Anwendung Full-Stack betreiben, also von ganz oben, vom polizeilichen Inhalt über die Applikation, über die Datenbank bis hin zum Betriebssystem, bis runter zum Blech und zum Strom und zum Patchkabel. Das ist so das senkrecht durch. Das hatte ich im LKA. Als ich zur Bahn gewechselt bin, war ich plötzlich nur noch Unixer. Die Unix-Abteilung hat sich um Unix gekümmert, und zwar um Linux und Solaris-Plattform. Und Backup hat jemand anders gemacht und Kabel hat jemand anders gemacht und Anwendung hat jemand anders gemacht. Und das funktionierte genauso. Man muss halt nur dann aus Betriebssystemsicht sagen, okay, eine Anwendung kriegt irgendwie ein Directory oder ein Filesystem, wo sie sich austoben können, einen User oder mindestens einen. Und vielleicht noch irgendwie eine zusätzliche IP dran genagelt und dann kümmert euch. Also wenn man quasi den Tanzbereich klar absteckt und sagt, hier ist Anwendung, hier ist Betriebssystem, dann kann man das machen. Und das hat die Bahn extrem professionell gemacht, muss ich sagen. Und inzwischen ist die Bahn aber weg vom Rechenzentrumsbetrieb in die Cloud gezogen. Und ich finde mich jetzt in dem Team wieder, wo ich wieder Fullstack mache. Ich bin jetzt quasi, ich betreibe wieder komplett vom Verfahren bis runter zum virtuellen Blech jetzt alles. Ich habe also alles, also zweimal das eine, einmal das andere durch und beides hat Vor- und Nachteile. Es ist im LKA war dieser Full-Stack extrem gut, weil ich, wenn man sein Backup selbst macht, wenn man sein Storage-System selbst macht, seine Datenbank selbst macht, sein Betriebssystem selbst macht, dann hat man auf jeder dieser Ebenen Möglichkeiten, Sicherheitsnetze einzuziehen, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Versionsmigration macht an einem Wochenende. Dann weiß ich eben, dass ich zwar ein Datenbank-Backup mache, aber gleichzeitig mache ich nochmal einen Snapshot auf dem Storage-System und ich kopiere mir vielleicht auf dem Betriebssystem eben noch ein paar Daten irgendwo hin, die ich brauche. Je nachdem, wo ich einen Rückrollen brauche, ist das Rückrollen dann vielleicht ganz klein oder sehr groß und bis zu einem gewissen Stand. Und ich habe aber alle Möglichkeiten, weil ich alles selbst verwaltet habe. Und das geht natürlich, wenn man nur einen Teil verwaltet. Also wenn man zum Beispiel sagt, das Finanzrechenzentrum rechnet den Basisbetrieb und das LKA macht den Applikationsbetrieb, dann ist das natürlich sehr schnell in den Vorgang, also ein Ticket aufmachen bei einer anderen Behörde und sagen, bitte macht mal das und das und um 17 Uhr macht ihr dieses Backup. Und wenn dann irgendwas schief geht, ist noch mehr Abstimmung nötig. Es sind deutlich mehr Leute involviert. Das macht es schon weniger flexibel. Aber dafür kann sich jeder besser auf seine Arbeit konzentrieren. Es ist beides, beides legitim, sage ich mal. Mein Gedanke ging in diese Richtung der strukturellen Gegebenheiten, da ja es Behörden sind, die eben, wie du sagst, halt, ich muss ein Ticket stellen, ich muss einen Antrag, das muss genehmigt werden und ähnliches, unter Umständen das sehr in die Länge zieht, weil ja eben dieser ganze Prozess von den Formalien her ungünstig wird.
alles in einer Hand könnte dann wiederum recht kurz und knackig sein. Ich würde da gar nicht mal der Behörde den Vorwurf machen. Wenn man ITIL-konform arbeiten will, hat man schon solche Prozesse. Ja, man sagt, man will eine Change öffnen, der Change muss genehmigt werden und so weiter. Also das ist auch, geht anderen Unternehmen sicher ganz genauso. Ja. Gut, wie gesagt, ich habe eben schon ein bisschen erwähnt, die Hardware waren halt HP-RISC-Systeme. Ein Storage-System auch von Hewlett-Packard. Das war so ein Virtual Array, hieß das. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Größenordnungen, mehrere hundert Gigabyte mal zwei. Und dieses Storage-System diente aber sowohl für das Vorgangsbearbeitungssystem als auch InQL, als auch das Backup. Also da konnte man sich virtuell seine Scheibchen rausschneiden. Als Betriebssystem war dann HP UX unterwegs. Für Testsysteme lief diese InQL-Software auch problemlos unter Linux. Also da hat man halt dann eine Linux-Edition von der Oracle-Datenbank genommen. Aber das gesamte Deployment war im Prinzip extrem offen. Das war im Prinzip so ein Berg von kleinen SQL-Files, die man mit einem Makefile angesteuert hat. Das war sehr gut gemacht vom Softwarelieferanten, in dem Fall halt aus Hamburg, von der damaligen Oracle-Bude dort. Man konnte also immer wieder ansetzen. Also wer Make kennt aus der Unix-Welt, kommt bis zu einem gewissen Punkt, dort bricht was ab. Dann löse ich halt das Problem, was zum Abbruch geführt hat und rufe wieder Make auf und weiter geht's. Und der Installer war halt letzten Endes auf Basis solcher Technologien sehr gut nutzbar. Dann hat eine Clusterware, also im Prinzip wollte man ja ein bisschen Hochverfügbarkeit haben. Wenn die eine Hardware ausfällt, dann soll die andere übernehmen. Das heißt, das Array gab es doppelt und die HP-UX-Maschinen gab es doppelt. Und dazwischen war eine HP-Clusterware, die hieß MC Service Guard. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, wie die zwei Maschinen tauschen einen Heartbeat miteinander aus. Und wenn die eine Maschine feststellt, dass die andere nicht mehr da ist, dann übernimmt die Clusterware eben die andere Seite. Da muss man ein bisschen sich um Fencing kümmern. Das heißt, dieses Split-Brain-Problem lösen. Das hat man in dem Fall vor allem dadurch gemacht, dass da noch irgendwie ein kleines lokales Netzwerkkabel zwischen den beiden Maschinen gespannt war, beziehungsweise ein zweites Netzwerk. Und das auf dem Storage-System eine Cluster-Lock-Disk existiert. Das heißt, der Cluster hat im Prinzip nicht nur über Netzwerk kommuniziert, sondern auch durch ein kleines, diese Volume Group habe ich gerade in der Hand, hat der quasi der Knoten gesagt, der aktiv ist. Und wenn der sich nicht mehr gemeldet hat, hat der andere übernommen. Das funktioniert auch relativ gut. Man musste halt nur die Skripte entsprechend schreiben, die dann den Service hoch und runter fahren. Und auf diesem Weg lernt man da so eine Oracle-Datenbank kennen, die man vorher noch nie in der Hand hatte, den Oracle Application Server lernt man kennen und ich hatte vorher nie mit irgendwelchen Tomcats oder ähnlichen Java-Anwendungen gearbeitet. Ich musste mich quasi in wenigen Monaten, es war wirklich ein Zeitraum von 5 Monaten, nachdem ich angefangen habe, ich glaube im Juni oder Juli 2003 ist dann dieses InQL-System in Betrieb gegangen, musste ich halt wirklich die technische Seite davon schnellstmöglich kennenlernen. Mir haben da Kollegen geholfen in dieser IT-Abteilung, die mehr so einen Datenbankfokus hatten. Also wie gesagt, ich kannte vorher keine Oracle-Datenbanken. Indem man da mit zwei Augen drauf guckt, der eine mit einer Betriebssystemsicht, der andere mit einer Datenbanksicht, lernt man sehr schnell voneinander. Und das war ein eigentlich effektives Zusammenarbeiten, hat mir relativ gut gefallen. Ganz schwierig wurde es dann nach Inbetriebnahme, weil dann kamen plötzlich die polizeifachlichen Anforderungen, so wie hier ist bei der Migration wahrscheinlich was schiefgegangen, hier müssen wir noch irgendwie Daten ändern, schnell. Das muss jetzt so und so, so schnell passieren. Das heißt, ich saß dann irgendwie am SQL-Prompt, habe da irgendwie so halbgar eine Zeile geschrieben, so insert into table where bla 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 oder delete from table where bla 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 und hing dann so mit dem Finger über der Enter-Taste und fragte dann immer den polizeifachlichen Kollegen neben mir, ist das jetzt in Ordnung? Denkst du, dass das in Ordnung ist, wenn ich dir vorlese, was das bedeutet? Denkst du, dass es polizeifachlich richtig ist? Und wenn er dann genickt hat, dann haben halt alle die Augen zugekniffen und Enter gedrückt, in der Hoffnung, dass das schon das Richtige gewesen ist. Einfach nicht, also wir mussten einfach live voneinander lernen. Das ging echt nicht anders. Das war sehr sportlich und sehr viel Glück, muss ich auch sagen, für die Polizei, weil die ist da ein bisschen blauäugig in diese schnelle Migration, in diese schnelle Datenübernahme reingestolpert, finde ich rückblickend.
Also es war wirklich so Fixing Problems in Production. Das war so dieses, wie man das Meme kennt, ne? Der Typ, der da von der Lok runtersteigt und schnell den Balken aus dem Gleis zieht, während die Lok auf ihn zufährt. So hat sich das jeden Tag angefühlt, dann die ersten Monate. Ja, dann könnten wir ein bisschen darüber reden, wie so das, was das Impol eigentlich ist und wie das so polizeilich aussieht. Nächster Punkt vielleicht. An der Stelle aber nochmal die Frage, weil du gerade das so schön beschrieben hast mit dem Insert und Delete. Wie sah es da mit der Sicherheit aus? Gab es Protokollierungen und Ähnliches von Aktionen? Also aus Anwendungssicht ist das, zumindest bei dem Impol-System, die gesamte Business-Logik in der Anwendung protokolliert komplett mit. Also wenn da jemand einen Datensatz ändert, dann wandert dieser Datensatz in eine zweite Datenbanktabelle mit, so sah der vorher aus und so sah der vorher aus und so sah der vorher aus. Und es wird natürlich immer mit dem Login mitprotokolliert, der da gerade diese Änderung vornimmt. Das ist wichtig. Das ist auch polizeifachliche Anforderung, dass die halt jederzeit nachvollziehen können, wer hat wann was geändert. Zumindest, also in der lebenden Anwendung vom Frontend her kann man das nicht zwingend sehen, aber zumindest, wenn irgendwie interne Ermittlungen laufen, weil jemand missbräuchlich irgendwas getan hat, dann kann man in der Datenbank das jederzeit rückverfolgen. Was den Auskunftsclient betrifft, also wir haben ja solche Beispiele heutzutage mit diesen NSU 2.0 Drohmails und da wurden Daten von Personen so und so von hessischen Polizeirechnern abgefragt. Das wird nicht zwingend alles mitprotokolliert. Bei Impol ja, es gibt aber auch angeschlossene Systeme und ich denke zum Beispiel jetzt hier an Einwohnermeldedaten. Da ist nicht zwingend so, dass jede Anfrage protokolliert wird. Das kann man zwar so einstellen, aber es gab auch Länder, die haben da eher so eine, haben sie es denn genannt, sporadische oder anlassbezogen. Also so, da wird gewürfelt. Jeder durchschnittlich, der zehnte Request, da muss der Beamte dann mal noch eintippen, warum er das gerade abfragt. Ein Aktenzeichen oder irgendeine Begründung. So dass man quasi nie wusste, ob man gefragt wird und damit dem quasi ein bisschen in Regel vorgeschoben wird, Missbrauch damit zu betreiben. Und das wird dann auch protokolliert. Hätte man das auch abbrechen können? Nee, wenn du einmal anfragst, ist Abbrechen dann keine Lösung, weil dann würde das System ja nicht funktionieren mit dieser sporadischen Abfrage. Ne? Also es steht dann drin. Aus IT-Administratoren-Sicht muss ich sagen, bist du Gott. Du guckst hinten in die Datenbank rein, du kannst jedes Datum verändern. Wenn du verstehst, wie das Datenbankschema funktioniert und wo es wann was hintriggert oder eben nicht, wenn man den Trigger ausschaltet, kannst du alles tun. Und das ist schon, also du warst da schon eigentlich, also muss ich dazu sagen, wenn man im LKA anfängt, wird man einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Da gibt es so ein Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das können wir auch mit in den Shownotes verlinken. Das heißt, da wird so generell gefragt, das geht so ein bisschen um, bist du unter dem Einfluss fremder Geheimdienste oder bist du erpressbar? Ist so vielleicht so ein bisschen der Hintergrund der Fragen. Also wie oft hast du dich in den letzten Jahren in welchen Ländern aufgehalten? Wie ist dies, wie ist jenes? Das sind so Fragebogen und es gibt drei Stufen. Ich war damals Stufe 1, im Verlaufe der 10 Jahre wurde dann irgendwann Stufe 2. Also da ist man sich dessen bewusst geworden, dass der Administrator schon eine extrem große Verantwortung hat. Und da wurde ich dann Stufe 2 überprüft. Das heißt, es gibt eigentlich, in der IT ist es schon schwierig, sowas hinzubekommen, dass der Administrator das nicht kann. Ich kann natürlich auch die Inhalte der Datenbank verschlüsseln und dann halt nur unter bestimmten Bedingungen wieder den Schlüssel extrahieren und da rankommen. Aber das ist ja schon nicht mehr praktikabel. Wenn irgendwann im Alltag ein Fehler auftritt, will ich das irgendwie auch flott nachvollziehen können. Und wenn ich da erst 100 Wege des Entschlüsselns gehen muss oder dann gar nicht mehr so wirklich an Logdaten komme und so, dann ist es schon schwierig. Also de facto, ich war Gott über diese Daten und konnte Hinz und Kunst darin sehen. Also vielleicht nochmal ganz kurz eingeworfen bei dieser Sicherheitsüberprüfung. Ich weiß nicht, ob das die Leute da draußen kennen oder schon mal gehört haben. Also diese Stufe 1, diese Ü1, ist, wenn ich das richtig sehe, quasi letztlich eine Abfrage bei Verfassungsschutz über Erkenntnisse über dich und so eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister und diversen anderen, also Bundeskriminalamt etc., wird dann quasi gefragt, ob sie Erkenntnisse über dich haben. Also das ist sozusagen der Weg. Und bei der Ü2 geht man dann halt so ein bisschen tiefer und würde dann halt auch die Partnerin oder den Partner mit betrachten,
Also und guck dann, ob die sozusagen auch in Ordnung sind, in Anführungsstrichen. Und das wird dann vermutlich bei dir auch so gewesen sein. Und ich glaube, bei der Ü3 geht es dann sogar so, dass die dann auch in deinem weiteren Umfeld wirklich nachfragen und Leute hinschicken. Genau, dann Und auch mal nach, wird geklingelt, richtig. genau, richtig. Ja, also das, und ja, du also warst da sozusagen muss Stufe 2 in dem Falle, man muss also halt damit Ü2. rechnen, dass diese Überprüfung am Anfang stattfindet. Und zwar auch bei, ich meine auch bei den Kollegen zum Beispiel in dem Landesrechenzentrum, die für die Polizei extra eingestellt wurden. Ich denke, die haben halt Kontakt mit den gleichen Daten. Und ja, es ist. Man kann es als Formalie betrachten eigentlich. Also es ist letzten Endes, wenn ich bei der Bahn anfange, habe ich natürlich auch solche Belehrungen etc., die ich als IT-Administrator halt unterschreiben muss. Und hier wird halt zusätzlich noch geschaut oder halt abgefragt, inwiefern man sich, ja, ich weiß nicht, ob erpressbar gemacht oder hätte man im Ausland irgendwann Kontakt haben können oder so. Also die Liste der Länder ist dann auch immer lustig, die da steht oder nicht steht. Also da fehlten dann auch irgendwie interessante Länder, die sich in den Jahren gerade als zum Beispiel Terrorschwerpunkt irgendwie herauskristallisiert hatten. Aber am Ende ist es kein ungewöhnlicher Vorgang. Ne? Genau. Also üblicherweise steht das ja auch in den Ausschreibungen schon mit drin, dass du da nach Stufe XY Richtig, geprüft ja. wirst. Also Ja. das, also zumindest heutzutage weiß man das im Vorfeld oder könnte das dann, Genau. könnte es wissen. Genau. Ja, also wie gesagt, zu diesem polizeilichen Hintergrund dieses Info-Systems am Ende ist das System, was die Bundespolizei nutzt, wenn ich jetzt am Frankfurter Flughafen ausreise und die gerne wissen möchten, ob nach mir gefahndet wird, also eine Personenfahndung vorliegt. Ne? Dann halten die meinen Ausweis mal kurz in den Scanner. Das tippt am Ende, entweder tippt es in der Webmaske den Text, Name, Vorname ein und Geburtsdatum oder es gibt irgendwelche anderen Schnittstellen. Am Ende wird das Info-System angefragt und dieses Info-System wird in allen Ländern betrieben und es wird am BKA betrieben. Und Länder ist in dem Sinne häufig nicht nur die 16 Länder, sondern es gibt je nachdem auch polizeiliche Anwendungen, in denen das Zollkriminalamt noch mit eine Rolle spielt. Bei Impol ist, glaube ich, der Zoll auch dabei. Es gibt aber auch andere Anwendungen, wo noch das Bundesinnenministerium oder andere Behörden eine Rolle spielen. Aber in dem Fall jetzt bei Impol betrachten wir jetzt mal 16 Länder, also LKE, ne, Landeskriminalämter, und das BKA in der Mitte. Und wenn ich in Thüringen jetzt jemanden zur Fahndung ausschreibe, weil ich sage, okay, ich habe hier ermittelt, dieser Mensch ist tatverdächtig, dann wird im Prinzip aus dem Vorgangsbearbeitungssystem zu diesem Vorgang wird eine Fahndung erzeugt. Und die Fahndung besteht im Großen und Ganzen daraus, in Inpol gibt es halt so, die Datensätze werden in sogenannte Gruppen unterteilt. Also es gibt die P-Gruppe, die rechtmäßige Personalie. Da steht halt drin, der heißt Franz Neckerpil, der ist geboren am so und so vielten. Das ist quasi das so der Kern des Personenteils. Dann gibt es die A-Gruppe, wie Alias-Personalien, also tritt auch auf als Donald Duck und was weiß ich, was es sich noch für Namen gibt. Das können halt mehrere sein. Und dann hätten wir jetzt in dem Beispiel die F-Gruppe. Da steht halt die Fahndung drin. Und dieser F-Gruppe steht drin, ist ausgeschrieben und irgendeine Rechtsgrundlage vielleicht noch dazu. Und diese F-Gruppe, wenn ich die im Thüringer System eingebe oder wenn ich sage, ich schreibe den jetzt hier mit zur Fahndung aus, dann wird der quasi in dieser Datenbank, über die wir jetzt schon gesprochen haben, gespeichert. Und im Hintergrund passiert dann das, dass im Prinzip entschieden wird, diese F-Gruppe ist ja bundesrelevant. Ne? Der ist ja nicht nur in Thüringen zur Fahndung ausgeschrieben. Sowas gibt es zwar auch, lokale Fahndungen, also für, was weiß ich, das Eintreiben von Alimenten oder sowas nicht so wirklich strafrechtlich relevant ist, aber trotzdem zur Fahndung führen kann. Das sind lokale Fahndungen, die bleiben im Land. Aber die F-Gruppe ist bundesrelevant. Und dann geht ein kleiner Datensatz über eine Schnittstelle ans BKA. Von dem BKA-Impulsystem wird im Prinzip erkannt, die muss an alle anderen 15 anderen Bundesländer verteilt werden. Das ist eine Thüringer F-Gruppe und die muss jetzt nach Berlin, Sachsen, Hamburg und alle anderen. Und dann geht im Prinzip über die gleiche Schnittstelle, Impul K heißt die Kommunikation, geht ein Stück XML über HTTP raus und wird in die anderen Datenbanken eingestellt. Und auch damit zur Bundespolizei. Da haben wir das 17. Bundesland zum Beispiel, die Bundespolizei ist mit dabei. Und sobald diese F-Gruppe dann im Bestand der Bundespolizei vorliegt,
macht natürlich eine Abfrage am Flughafen, sofort ein rotes Lämpchen an und dann geht es mal nach nebenan. Das ist jetzt so der Bereich Fahndung. Es gibt aber zusätzlich noch auch andere Gruppen, also zum Beispiel... Also, ja. Nochmal ganz kurz, also ich meine, du hast das jetzt gerade schon angesprochen mit der Bundespolizei. Die Frage, die es für mich anschließen würde, wie schnell geht denn das? Also wie... Wenn jetzt Thüringen was quasi jemanden ausschreibt, wie schnell ist dann, ploppt das bei der Bundespolizei gegebenenfalls dann auf? Ist das unmittelbar da? Ich würde es mal Echtzeit nennen, also in Anführungszeichen okay. Echtzeit. Ne? Also aus Thüringer Sicht jetzt, wenn ich das im Änderungsclient des Impulsystems manuell erfasse, jetzt nicht aus dem, es könnte natürlich auch auf einem Weg einer Schnittstelle aus dem Vorgangsbearbeitungssystem direkt reingehen, ist jetzt mal dahingestellt, wie die Schnittstelle aussieht. Ich würde es jetzt mal nur in Impul direkt eingeben, dann macht das quasi in der Datenbank einen Trigger. Der Trigger stellt das in die Queue. In die Queue greift ein kleines Stück Java-Code, holt sich den Datensatz raus, macht einen HTTP-Request Richtung Bund und bekommt synchron eine Quittung zurück. Ja, die Gruppe habe ich dir abgenommen oder nein, die Gruppe lehne ich ab, weil das und das stimmt fachlich nicht oder technisch nicht. Das heißt, das ist so ein Weg von, ich schätze mal, unter einer Minute. Wahrscheinlich eher 5 bis 10 Sekunden oder so. Der Impul-Auskunfts-Client, das ist so, kann man sich ein bisschen wie so eine Google-Suchmaske vorstellen, wenn ich das da in Personalien eingebe und drücke auf Suchen, dann bekomme ich so mehrere Frames zurück. Das eine ist mein lokales System, liegt in meinem lokalen System irgendwas vor und natürlich eine F-Gruppe ist voll verteilt, die taucht dann dort auch auf. Ein zweiter Frame pollt quasi auskunftsmäßig beim BKA nochmal nach. Und da kommt auch nach ein paar Sekunden eine Auskunft, ob quasi Gruppen, die ich zwar nicht im Landesbestand habe, aber im Bundesbestand getroffen werden. Hier sieht man dann im zweiten Frame. Und ich glaube, es gab noch einen dritten für den Schengen-Bestand. Also rot ist quasi so das in Anführungsstrichen Europa weiter, also zumindest was den Schengen-Raum betrifft. Also auch Schweiz und USA mit dabei. Das ist ein dritter Frame. Für den Alltag, also wie gesagt, was so diese Fahndungen betrifft, solange die Gruppen voll verteilt sind, würde der oberste, der lokale Frame reichen und der Bundestreffer kriegt, da steht dann das Gleiche quasi. Ne? Genau, und dann ist aber zusätzlich zur F-Gruppe gibt es ja noch die U-Gruppe, die Kriminalaktenunterlage heißt das, glaube ich, da hat das den Namen her. Das Schlagwort heißt da KAN, der Kriminalaktennachweis. Können wir auch mal mit verlinken, habe ich Wikipedia-Artikel dazu gefunden. Im Prinzip steht da nur drin, in der Polizeidienststelle hinter Tupfing liegt eine Akte mit diesem Aktenzeichen. Da steht alles über diesen Vorgang drin. Das ist im Prinzip der Nachweis über, wo ist da was angefallen und wie kann man an die Daten rankommen. Also wo muss man anfragen, um das näher zu hinterfragen. Dann haben wir noch eine E-Gruppe, die erkennungsdienstliche Maßnahmen. Also hat der schon mal irgendwo Fotos und Finger abgeben müssen. Und DNA-Material ist auch, glaube ich, na, das ist nicht in der E-Gruppe, aber zumindest ein Vermerk ist da, glaube ich, mit der E-Gruppe drin. Die H-Gruppe für eine Haftdaten, also sitzt der ein und ist deshalb in Fahndung zum Beispiel, also ist geflohen oder ich überlege auch hat mal gesessen, da eventuell drin steht, aber wenn, dann wäre das auch so ein Kandidat für Aussonderung nach einer gewissen Frist und so. Also die achten sehr peinlich genau auf Aussonderungsfristen, was im Prinzip ja gesetzlich vorgegeben ist, wie lange darf irgendeine Unterlage darin stehen. Im Großen und Ganzen sage ich, achten Sie peinlich genau drauf. Es gibt häufiger auch Diskussionen, kann man so ein bisschen bei Heise Telepolis und anderen nachlesen, wo so spezielle Falldateien wie Gewalttäter Sport, Gewalttäter dies und so weiter erfasst sind. Das ist letzten Endes auch mit irgendwie am Inputsystem angebunden. Und da gibt es Diskussionen darüber, ob das wirklich sauber ist mit der Aussonderung. Offenbar ist da, gibt es da schon Diskussionsbedarf, zumindest aus datenschutzrechtlicher Sicht. Also wenn da mal einmal irgendein Hooligan einen Klapptisch geworfen hat, hat er manchmal das Pech, da viele Jahrzehnte drin zu stehen, obwohl er sich dann nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen. Und das ist schon fragwürdig. An sich, also bei dem, was ich gesehen habe, werden Löschfristen peinlich genau eingehalten. Dann gibt es noch so, glaube ich, die L-Gruppe für Personenbeschreibungen, also wo man reinschreiben kann, der ist 1,80 groß, hat braune Augen und so ein bisschen. Das wählt man alles aus Katalogwerten aus. Also es ist nicht Freitext, sondern diese Frage mit der U-Gruppe vorhin, der Rechtsgrundlage, da steht halt wirklich ein Delikt drin. Ne? Da steht halt, es gibt quasi große Tabellen in der Datenbank, wo jeder einzelne Paragraph und jedes
jede Rechtsgrundlage einzeln drinsteht und ich kann die auch nicht frei reinschreiben, sondern ich wähle bei der, wenn ich das, die Daten erfasse, wähle ich aus Listen aus. Kataloge nennen wir es immer. Das ist so die Personenseite und es gibt den Input aber auch eine Sachverhandlungsseite, wie vorhin schon dieses Fahrrad muss ja auch irgendwie ausgeschrieben werden. Dazwischen gibt es noch die Fälle. Das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt oder die Verbindung zwischen den beiden. Es kann natürlich eine Person geben, die an einem Fall oder N Fällen beteiligt ist, wo X Sachen zur Verhandlung ausgeschrieben wurden. Also man kann sich da auch von Datensatz zu Datensatz per Link hinhangeln. Das ist so ein bisschen die Struktur so in so einem typischen System, was wie du schon vorhin gesagt hast, jahrzehntelang gewachsen ist und auch ständig Veränderungen unterliegt. Also es unterliegt rechtlichen Veränderungen, es unterliegt also Katalogveränderungen. Es kann ja irgendwie sein, also ich hatte mal das schöne Beispiel, als die Quads aufkamen, diese quasi Vierrad-Motorräder, mit denen die Leute so durch die Gegend düsen, da war jahrelang konnten die nicht wirklich so unter, das ist ein Quatsch, zur Verhandlung ausgeschrieben werden, weil sich diese Katalogredaktion da noch nicht auf den Wert einigen konnte. Und da wurden halt irgendwie Ackerschlepper oder irgendwas ausgeschrieben. Und vielleicht stand dann irgendwo ein Freitext noch, es handelt sich um einen Quatsch oder so. Also es war nicht immer das Schnellste, wenn sich da 16 Länder auf irgendwas einigen mussten in dieser Katalogredaktion. Oder wenn die Rechtsgrundlagen sich ändern. Wenn der Bundestag irgendein Gesetz verabschiedet, der einen Straftatbestand neu fasst, dann muss das eben irgendwie auch seinen Niederschlag in den Katalogen finden. Und entsprechend gab es dann irgendwann ein Patch, ein Update. Ne? Dann ist halt irgendein SQL-Statement in diesem ganzen, durch diese ganzen Make-Files mitgeschickt worden, was da den Katalog verändert hat. Genau, wie ich schon gesagt habe, in der Oracle-Datenbank gab es da echt eine strenge Business-Logik mit harter Protokollierung. Die Daten, also auch die Frage von, ja, da ging jetzt was über die Schnittstelle und da gab es einen technischen Fehler, wie gehen wir jetzt da wieder vor? Da gab es direkt eine, die Schnittstellenkontrolle. Es gab ein paar Kollegen, die sich quasi täglich darum gekümmert haben, diese Schnittstellenfehler zu bearbeiten. Also nehmen wir mal an, ich habe diese F-Gruppe nach Richtung BKA geschickt und da kam zurück Fehler, das und das stimmt nicht oder so. Also irgendeine Quittung kam zurück, die keine Gutquittung war. Ne? Also kam kein, im HTTP-Sinne kein 200 zurück, sondern irgendeinen 400. Ich hoffe, kein 500, aber irgendein 400 oder irgendein fachlicher Fehler. Mhm. Und da hat sich im Prinzip eine Gruppe von Kollegen hingesetzt und hat diese Fehler dann tagtäglich bearbeitet, indem sie gesagt haben, okay, ja, die F-Gruppe ist jetzt dort zurückgewiesen worden, weil sie an der falschen P-Gruppe hing oder der heißt dort ganz anders oder der hat dort ein anderes Geburtsdatum. Und dann haben die versucht, das anzugleichen, haben halt den Datensatz aus dem Bund nochmal angefordert oder den aus dem Land nochmal hingeschickt und bis das dann halt stimmte. Es musste im Prinzip am Abend Inbox Zero sein, also die Daten mussten quasi alle bearbeitet sein, die da irgendwie als Fehler aufpoppten. Und damit wurde sichergestellt, dass das bundesweit tatsächlich ein korrekter Bestand ist. Kannst du grob sagen, wie viel das waren von diesen Fällen? Sind da täglich 200 Fälle aufgelaufen oder... Bei solchen Fehlerzurückweisungen? Ja, genau, diese inhaltlichen Unstimmigkeiten. Na, das ist schwer zu sagen. Also es gab sicher, wenn nach irgendeinem Versionsumstieg oder so, wenn dann mal noch quasi falsche Annahmen beim Softwareentwickler waren oder so, dann fielen schon mal mehr an. Und im Alltag bei einer gut abgehangenen Version ist das dann deutlich weniger geworden. Es ist schwer zu sagen, wie viel das waren. Also es waren so zwei oder drei Kollegen damit beschäftigt, das zu erledigen jeden Tag. Und es gab zusätzlich aber noch einen Gesamtdatenabgleich quasi. Man hat dann quasi vom BKA immer mal eine Liste bekommen. Das ist der Gesamtbestand, den ihr haben müsstet. Da standen allerdings nur die IDs der Gruppen drin, nicht der Komplettdatenbestand. Das wäre auch datenschutzrechtlich wieder schwierig gewesen, das durch die Gegend zu schicken. Und da hat man dann halt so ein Script gegen seine Datenbank laufen lassen und geguckt, habe ich die F-Gruppe? Und da hat man im Prinzip Differenzbestände auch noch erkennen können. Ne? Die halt nicht tagtäglich an der Schnittstelle auftauchten, sondern als Abgleich. Also so hat man dafür gesorgt, dass eine vollverteilte Datenbank irgendwie
trotzdem synchron gehalten wurde. Und das hat meines Erachtens ganz gut funktioniert. Genau, an dem Impulsystem als solchen waren dann zusätzlich noch reichlich weitere Schnittstellen, ich sag mal, unter dem gleichen Login erreichbar. Als allererstes muss man da das KBA in Flensburg nennen. Das heißt, ich konnte im Prinzip aus diesem System heraus auch in Flensburg Anfragen machen nach Halterdaten, also wem gehört dieses Kraftfahrzeug oder welches Kraftfahrzeug ist auf diese Person zugelassen oder diese Person hat die eine Fahrerlaubnis. Solche Sachen, es gibt relativ viele Anfragen da in Flensburg. Teils sogar, also die meisten sind online abzufragen gewesen, also quasi schicke einen Request hin, bekomme einen Response zurück. Es gibt aber auch Anfragen, die da offline passieren. Im Prinzip sind das bei solchen, wo man irgendwie recherchieren muss. Also wenn jetzt eine Straftat passiert und der Zeuge sagt, ja, das war ein weißer Golf mit Erfurter Kennzeichen, dann kann man eben tatsächlich dieses fragmentierte Kennzeichen Richtung Flensburg schicken. Und da kommt irgendwie, ich weiß nicht, ob da tatsächlich jemand manuell etwas tut oder das trotzdem wieder mit automatischer Unterstützung passiert, aber es kommt asynchron irgendwie eine Response zurück, die poll ich dann irgendwie und habe dann eben einen CSV oder ein Excel-Sheet mit allen Erfurter weißen Golfs zum Beispiel. Ne? Und da kann man dann quasi das kann man dann in seinem Fallbearbeitungssystem wieder verwenden, um zu sagen, wen muss ich denn jetzt zum Beispiel zur Zeugenbefragung einladen oder so, als Beispiel. Dann gab es das Ausländerzentralregister beim Bundesverwaltungsamt in Köln, da konnte man Anfragen hinmachen. Das ist im Prinzip ein Datenbestand, wo jeder, der irgendwie einen Aufenthaltstitel in Deutschland hat, erfasst ist. Es ist rechtlich es stammt irgendwann von 1938, ist dann in den 50er Jahren in der Bundesrepublik neu belebt worden und erst in den 90er Jahren auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden. Also das war schon datenschutzrechtlich auch recht schwierig und ist heute noch umstritten. Im Prinzip sind da alle Ausländer in irgendeiner Form, also die nicht deutsche Staatsbürger sind, sind da drin erfasst. Mit einer Information darüber, ich meine, bei welcher Ausländerbehörde da ein Datensatz vorliegt. Das kann man live anfragen. Dann gibt es Zugriffe auf Einwohnermeldesysteme. Das war zu meiner Zeit nicht in allen Bundesländern der Fall, aber jeder hat da irgendwie so seine Projekte gehabt, auch die Einwohnermeldesysteme anzubinden. Wobei ich sagen muss, dass da schon jeweils in den Ländern auch der Datenbestand unglaublich unglücklich waren. Also die einzelnen Gemeinden und Kreise haben jeder ein anderes Software-System. Allein der Flickenteppich in Thüringen sah da schon bedrohlich aus. Das wurde alles versucht, in diesem Landesrechenzentrum in eine Spiegeldatenbank zu stellen. Und dort konnten wir dann Anfragen machen. Und die Datenqualität ist da ehrlich gesagt grottig, weil halt die einzelnen Einwohnermeldeämter, die wissen zwar, okay, du wohnst hier in Jena und du ziehst jetzt weg nach Erfurt, das wissen sie noch. Und in Erfurt sagt jemand, okay, du wohnst jetzt hier an dieser Adresse und du bist zugezogen aus Jena. Die beiden Datensätze sind aber es sind zwei unterschiedliche Datensätze, die werden nicht miteinander abgeglichen. Und wenn die dann irgendwann in dieser Landesdatenbank zusammenführen, kann es dazu führen, dass ich, wenn ich mich selbst angefragt habe, halt drei Treffer hatte. Da war einer in Jena, wo ich mal gewohnt habe, einer in Erfurt, wo ich gewohnt habe und mein Nebenwohnsitz in Pößneck war auch noch mit dabei. Und das waren drei Treffer auf die gleiche Person, die aber, jetzt wusste das System nicht, dass das dreimal das gleiche ist. Das hat man sich dann irgendwie vielleicht auspulen können, wenn man ein bisschen logisch denkt, aber die Datenqualität war damals zumindest sehr schlecht. Und es gab eine Anfragemöglichkeit an Fahrzeugdatenbanken. Das ist eine sehr interessante Sache gewesen. Und zwar die Hersteller von höherwertigen Fahrzeugen, wie das genannt wurde, also Audi oder auch VW, wenn sie irgendwie, die haben ja auch einige Nobelmarken und Mercedes und Porsche und was weiß ich, hatten, oder Porsche gehört, glaube ich, nicht so. Die haben Datenbanken bereitgestellt, wo man, na, nehmen wir mal an, bei irgendeiner Straftat wurden Triebsätze für Airbags gestohlen oder halt
sind irgendwo an der Grenze aufgefallen. Dann haben die irgendeine Seriennummer. Dann kann ich diese Seriennummer eintippen und finde das Auslieferungsfahrzeug von VW, wo dieser Triebsatz verbaut wurde. Das ist im Prinzip ein, so hat VW das Fahrzeug irgendwann mal in den Betrieb genommen. Und da waren folgende 10 oder 20 Seriennummern. Also es ist nicht nur die Fahrzeugstellnummer, sondern auch irgendwo am Motor ist eine, ich weiß nicht wo, an welchen Enden des Fahrzeugs noch überall Nummern eingekratzt sind. Und die kann man dann zusammenführen. Das ist für Sachverhandlung wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich. Und letzten Endes, diese Schnittstellen waren aus technischer Sicht immer so ein OC4J-Container oder später WebLogic. Also wie gesagt, hätte auch irgendwie ein Tomcat laufen können, die aus der Datenbank, aus einer Queue sich die Request rausholen, das per XML via HTTP oder HTTPS irgendwo dagegen werfen und eine Response zurückbekommen. Das, war, das Prinzip war irgendwie immer das Gleiche. Bei den Offline-Recherchen war halt, wie gesagt, noch ein bisschen Polling dabei, also so, mal so Details waren auch mal anders. Aber im Grunde genommen waren diese Auskunftssysteme alle in ähnlicher Weise. Heute kann es da wahrscheinlich schon wieder mehr geben. Ich habe gestern überlegt, ob es noch irgendwie zum Bundeszentralregister, also dieses staatsanwaltschaftliche Zentralregister, was du vorhin auch für die Sicherheitsüberprüfung erwähnt hattest, ob es da eine Live-Schnittstelle inzwischen gibt. Bin ich mir aber nicht sicher. Naja, also zumindest was ich so gesehen und gefunden habe, steht da erstmal nichts da, aber ja. Dann gab es noch Schnittstellen zum Idee, also wenn ich eine Idee-Behandlung gemacht habe, gab es ja dieses. Es gibt im BKA wird das betrieben. Was AFIS. Ist das nochmal ganz kurz gefragt? Ja. ED-Behandlung, erkennungsdienstliche Behandlung. Also ja. Finger auf den Scanner legen und Fotos. Ne? Und für dieses Fingerabdruck-Identifizierungssystem, AFIS genannt, beim BKA gab es da auch eine Schnittstelle. Das heißt, man hat im Prinzip den Erkennungsdienstarbeitsplatz über Inpol an das BKA angebunden. Das heißt, wenn man da die Finger auf den Scanner legt, kriegt man in. Ich weiß nicht, ob Echtzeit oder zumindest in einem vernünftigen Zeitfenster, in dem ich diese Person jetzt in der Dienststelle festhalten darf, kriegt man eine Antwort, ob es einen Treffer oder Nicht-Treffer gibt. Und auch sonst dieses ED-Material, was dort vorliegt, war in ihm wohl einzusehen. Also sowohl Lichtbilder als auch Fingerabdrücke. Und dieses Fingerabdrucksystem redet auch mit Eurodac. Das ist quasi die Datenbank, die europäische Datenbank. Ich meine, sie wird hauptsächlich für irgendwelche Asylfragen verwendet, also für das Asylsuchende quasi dort sofort die Finger abgeben müssen, zur Verhinderung, dass die nicht in mehreren europäischen Ländern ihre Anträge stellen. Und auch die Polizei kann darauf zugreifen. Genau, naja, letzten Endes solche Schnittstellen waren technisch immer ein Java-Prozess am Ende. Nun muss man sich halt Gedanken darüber machen, wie man den am Leben hält, wenn er mal abstürzt, wie man den monitort, wie gesund es dem geht, also den Queue-Füllstand quasi ein bisschen monitoren. Und das, muss ich sagen, war vom Softwarehersteller war da überhaupt nichts dabei an Monitoring. Das haben wir. Am Anfang habe ich es ganz selbst gebastelt, habe halt versucht, so ein Log-Schema habe ich da irgendwie als SVG oder so genommen, habe das mit einem kleinen Checkscript, was in Perl geschrieben war, habe ich so viel wie möglich abgefragt aus dem System, was ich erkannt habe und habe dieses SVG an den entscheidenden Stellen rot oder grün eingefärbt, sodass quasi mein Blockschaltbild in einem Browser irgendwie so alle Minute sich aktualisiert hat und das hatte dann halt rote und grüne Stellen. Das war so mein erstes Monitoring. Ist natürlich schwierig, wenn man das System anfangs selbst noch nicht kennt, irgendwie die entscheidenden Stellen hinzubekommen. Das heißt, man hat es über die Monate und Jahre danach dann gelernt. Mit jedem Ausfall hat man gelernt. Und mit jedem Ausfall hat man versucht zu analysieren, was war jetzt die Ursache und wie vermeide ich das nächste Mal? Und wo muss ich noch irgendwie so ein Self-Healing irgendwie damit einbauen? Und wo muss ich meine Clusterware irgendwie anpassen, damit das besser funktioniert? Und nach wurde das immer besser. Und da hilft es, wenn man so einen Forscher und Entdecker dran hat. Weil wenn man sag mal, im Beamtenmodus einfach nur sagt, naja, ich habe hier einen schönen Job und Nachmittag halb vier lasse ich meinen Stift fallen, ist es nicht hilfreich für die Verfügbarkeit von solchen Systemen. Die leben ein bisschen davon, dass der das macht, das gern macht und sich da gern drum kümmert. Wie sehr wurde euch denn da Freiraum gewährt für solche, naja, Postmortem-Analysen? Zeitlich meinst du jetzt? Ja, auch überhaupt. Oder hieß es einfach, nee, das System läuft wieder, es geht weiter. Ja, das ist der Punkt. Eigentlich, muss ich sagen, mein Eindruck von der Polizei im Allgemeinen ist,
es ist da keine wirkliche Fehlerkultur vorhanden. Also ein Lessons learned aus einem Ausfall habe ich eher selten erlebt. Das war eher so das private oder das eigene Interesse, es beim nächsten Mal besser machen zu wollen, dass man sich da hingesetzt hat und das analysiert hat. Auf der Ebene der sagen wir, Dezernate, Abteilungen und sonst noch was, sobald es wieder ging, war das eigentlich in Ordnung. Aber der Zeit oder die zeitlichen Möglichkeiten, sich da hinzusetzen und das zu analysieren, die waren schon da. Insgesamt muss ich sagen, läuft der Laden natürlich deutlich oder lief damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, lief der deutlich langsamer als das. Die Taktrate ist einfach deutlich geringer, als das in der Wirtschaft draußen irgendwo der Fall ist. Also für den, wenn es sich ankündigt, es kommt da irgendwann eine neue Version, kann man sich schon mal Wochen und Monate einplanen, in denen diese Version dann getestet werden muss, Migrationen getestet werden müssen und so weiter. Also man hat da auch, muss ich schon sagen, immer viel zu tun und muss leider dazu sagen, wenn man das gut macht, auch immer mehr, weil natürlich landet die Arbeit immer auf den Tischen, wo man weiß, dass halbwegs Output kommt. Also ich hätte mich nie beklagen können, zu wenig zu tun zu haben, im Gegenteil. Aber ich muss trotzdem sagen, dass man natürlich die Zeit sich nehmen konnte, da irgendwie sorgfältig dahinter zu schauen. Das ist schon okay. Nicht, dass das eingefordert worden wäre. Also das gab es nicht. Eine echte Fehlerkultur und im Sinne, wir wollen hier besser werden, muss ich sagen, war nicht so wirklich da. Das kann auch je nach Land sehr unterschiedlich sein. Also in so einem kleinen Bundesland wie Thüringen mit wenig Mitteln waren natürlich auch die... Also ja, man forderte eigentlich das gleiche System mit der gleichen Verfügbarkeit, mit viel weniger Leuten und viel weniger Mitteleinsatz, als das in reichen Ländern, sage ich mal, wie in Bayern, NRW oder so passierte. Es wurde halt auch nicht... Also ich kann mir vorstellen, dass ein Ausfall in einem bayerischen Landessystem deutlich mehr nachgegangen wurde, mit mehr Akribie, weil halt mehr Leute auch da waren, die sich darum kümmern konnten. Wir waren ja echt ein sehr reduziertes Team, muss ich sagen. Wir haben uns manchmal Spaß draus gemacht, wenn wir irgendwie auf bundesweiten Sitzungen waren, wo halt sich alle 16 Länder und das BKA getroffen haben. Und ich bin da mit meiner Kollegin zu zweit hingefahren und irgendwie rückte dann die NRW-Mannschaft zu zehnt an oder sowas. Da haben wir manchmal gesagt, wir könnten einen Smart als Dienstwagen hinfahren, das wäre auch in Ordnung. es war halt, sag mal, aus wenig viel machen war so das Problem. Und das haben aber, also so in Bremen oder in Saarland haben das ähnlich gehabt. Das war kein echtes Ost-West-Problem, sondern ein großes Land, kleines Land-Problem. Und die ostdeutschen Bundesländer waren eben kleine Länder in dem Sinne. Und gab es irgendwie auch einen Austausch untereinander, dass jetzt, ich sag mal, Lösungen, die ihr meinetwegen gefunden habt, da intern weitergegeben wurden oder auch sozusagen Lösungen von anderen Ländern da irgendwie weitergegeben wurde? Ja, also bei dem Report-System war erstmal ein echt gutes Softwareentwicklungsteam dahinter. Das war im Prinzip, stammte das, wie ich schon gesagt habe, aus dieser Oracle-Wolke in Hamburg. Zu der Zeit, als ich da dazu kam, hat Oracle da gerade relativ viele Leute abgebaut und eine andere Firma hat sich diese guten Leute geschnappt und hat gesagt, liebe Polizei, wir bieten euch das jetzt hier an. Wir haben nämlich die Leute, die das schon kennen. Und dieses Softwareentwicklungsteam hat sehr gut gearbeitet. Also die Software kam in recht guter Qualität, gut getestet. Und wenn man Bugs gefunden hat, gab es ein vernünftiges Bug-Tracking und eine echt gute Zusammenarbeit. Und die hat sich eben sowohl mit diesen Softwareentwicklern als auch zwischen den Ländern auf Impol-Ebene recht gut. Also wir haben uns da irgendwie so alle halbe Jahre mindestens, glaube ich, zu Sitzungen getroffen, auch mal Abendbierchen miteinander getrunken und so. Das war schon relativ gute Zusammenarbeit und ein gutes Softwareentwicklungsteam dahinter. Rein aus Behördensicht nennt sich das Ganze Impol-Land-Polas Competence Center. Klingt unglaublich schlimm, heißt aber IPCC im Futzen. Wenn man die IPCC googelt, findet man schnell mal die Klimabehörde der UNO, aber es gibt auch immer noch einen zweiten Treffer, das ist das Impol-Land-Polas Competence Center. Das ist im Prinzip, die Idee ist, einige Bundesländer finanzieren diese ganze Weiterentwicklung und haben dadurch auch mehr Möglichkeiten, ihre Länderbelange mehr unterzubringen. Und viele Länder nutzen diese Software und werfen dafür auch Geld rein, aber etwas weniger. Und das ist im Prinzip das Zusammenarbeitsmodell gewesen. Und die Entwicklung war halt nicht nur durch Bugs und wir hätten gern getrieben, sondern eben auch durch fachliche Anforderungen. Man hat da, wenn
sich der Schengen-Raum ändert und da kommt die Schweiz dazu. Oder wenn die fachliche AG Impol im BKA und mit Bundesländern sagt, wir müssen hier noch das ändern und hier soll eine Schnittstelle geschaffen werden und so weiter, dann waren das immer die Anforderungen, die das fachlich getrieben haben. Und die Softwareentwicklung selbst, muss ich sagen, also die war schon beeindruckend. Ich komme nachher vielleicht nochmal kurz zu einem anderen Verfahren, nur kurz. Da war das deutlich anders. Also man begegnet nicht immer so toller Software, muss ich sagen. Und bei den Schnittstellen vielleicht noch eine Anmerkung, also auch zur Frage von wie viel Bewegung besteht da drin. Ich hatte vorhin gesagt, da geht halt so ein XML-Datagramm über HTTP zum Bund. Ne? Im Prinzip sind die Polizeien alle miteinander vernetzt. Das Netz ist komplett getrennt von irgendwelchen Internetkontakten. Und diese Netzstruktur ist, naja, irgendwo gibt es halt so eine demilitarisierte Zone, in denen die Länder miteinander kommunizieren. Dann kommen Firewalls und dann kommt das interne Rechenzentrum sozusagen. Das heißt, wenn ich das BKA erreichen will, habe ich irgendwie meiner Firewall-Administratorin gesagt, ich bräuchte da irgendwie eine Verbindung von dieser IP zu dieser IP auf diesem Port mit diesem Protokoll. Und dann konnte ich dahin sprechen. Tatsächlich konnte ich das aber auch über einen Proxy. Der normale Proxy, das Intranet des BKA zum Beispiel im Land oder in Thüringen gezeigt hat, über den gleichen Proxy konnte ich auch die Schnittstelle bedienen. Also ich konnte quasi da, brauchte jetzt an der Firewall gar kein extra Loch zum Beispiel. Das hätte man zwar konfigurieren können, aber besser noch hätte ich gefunden, wenn das Ganze nicht nur per HTTP passiert wäre. Denn am Ende ist es so, dass im BKA irgendein Request auf einer Schnittstelle ankommt. Die sehen zwar, das kommt irgendwie von diesem Thüringer System da, also von der Außenseite der Firewall, aber es gab keinerlei Möglichkeit, es gab keine Quittung, es gab keine Signature in diesem XML. Und es gab auch, das hätte man lösen können, indem man einfach sagt, man macht halt so beidseitiges HTTPS, ne? Verteilt einmal Zertifikate überall oder macht eine kleine CA und kann dann HTTPS sprechen und sich auch sicher sein, dass das absendende System auch authentisch ist. Wenn man das so technisch auf so einer Runde mal vorgeschlagen hat, dann haben zwar grundsätzlich die es technisch verstanden haben, genickt, aber es gab nie den Impuls zu sagen, okay, das müssen wir jetzt echt mal angehen und das ist auch leicht, das bringt viel Mehrwert für wenig Aufwand, sondern alle haben den Aufwand irgendwie gescheut. Das ist führt aber am Ende dazu, dass ich, wenn ich weiß, wie das XML aussehen muss und wenn ich irgendwie im Intranet der Thüringer Polizei halt in der Lage bin, einen HTTP-Request abzusetzen, dann kann, also einen Post, dann und weiß, wo das hin muss. Also es sind viele Voraussetzungen zu klären, gar nicht die Frage, aber ich kann auch von irgendwoher eine F-Gruppe in Richtung BKA schicken. Zumindest konnte ich das damals. Und das sind so die Punkte, wenn man Sicherheitslücken sieht, man weiß aber nicht, auf welcher Ebene man das eskalieren soll und sagen soll, hier stimmt was nicht. Also ich habe bei dem anderen Verfahren, zu dem ich nachher noch kurz komme, da habe ich diesen Weg auch versucht. Und es ist schwer, die Adressaten zu finden, die dann wirklich verstehen, wovon man gerade redet, geschweige denn die den Impact auch sehen und die Gefahr sehen oder die dann die richtigen Maßnahmen einleiten. Also es ist wirklich manchmal muss man einfach mit den Schultern zucken und sagen, sie wollen es nicht besser. Das war so manchmal meine Erkenntnis dann. Hm? Obwohl es einfacher gewesen wäre. Hm? Ich meine, das sind ja sozusagen Zeiträume, die irgendwie so nach 2002, 2003 irgendwie lagen und vor 2013, wenn ich so das richtig sehe, was du erzählst. Das heißt, also es ist quasi auch eine Zeit, wo ich sag mal, wo also so eine TLS, eine CA zu betreiben, durchaus schon noch, also aus meiner Sicht schon mit einiger Handarbeit verbunden waren. Wenn du jetzt hier 16 Institutionen oder vielleicht noch mehr Rechner da betreiben, also da reinkriegen willst, das, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein nicht ganz so trivialer Aufwand ist. Das wäre mit Self-Signed aber auch gegangen. Also wenn wir sagen würden, oder wenn wir da gesagt hätten, jeder macht ein Schlüsselpaar, Self-Signed-Zertifikat und man tauscht die einmal aus und trägt die bei sich ein, beziehungsweise, das wäre ja noch nicht mal für alle 16 Länder nötig gewesen bei diesem Verfahren, sondern nur auf einer Strecke, BKA zu Thüringen. Ja, dann tauscht man einmal Zertifikate aus, macht sich noch ein Vermerk irgendwann, wann das abläuft oder monitort das. Das wäre wenig Aufwand gewesen, muss ich sagen. Aber ist am Ende auch
es ist nur ein Beispiel, dass man halt, wenn man dann nach und nach absteigt in die Tiefen der Systeme und erkennt dann hier und da, das ist vielleicht vom Design her gar nicht so gut angelegt, vielleicht hätte man das anders machen sollen, also vielleicht hätte zum Beispiel am Anfang dieses, okay, ich erreiche das über den Proxy, wäre halt, war keine gute Entscheidung vor dem Hintergrund, sondern man hätte sagen müssen, okay, dann ist halt, dann muss der Proxy das halt blocken. Aber das wusste man am Anfang nicht und dann ist es so in Betrieb gegangen. Und was einmal in Betrieb ist, wissen wir alle, bleibt dann auch in Betrieb. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das bis heute behoben ist. Benannt wurde es zumindest. Ja, ist es denn, also von Architektur her wäre es eine Sache, die sozusagen innerhalb des LKA zu bereinigen wäre, oder hätte da die Software-Schmiede quasi ein Update ausrollen müssen und man hätte das über ein Update mit dann kommen müssen? Das, ich meine, da der Request, also ich hätte es, glaube ich, selbst konfigurieren können ohne Update. Am Ende muss man irgendwo den Java-Prozess, hätte man den Trust Store mitgeben müssen, wäre, glaube ich, die einzige Anforderung gewesen. Mit dem Gegenzertifikat. Das müsste schon gegangen sein. Also mich hat Inpol die ganze Zeit begleitet, die ganzen 10 Jahre. Es war auch unglaublich viel Entwicklung in der Zeit. Also ich bin bei Oracle-Versionen von 9i über 10g auf die 11. Und ich meine, als ich gegangen bin, war dann schon die 12 am Horizont. Bei der Weblogic oder beziehungsweise der Application Server hat sich während der Zeit dramatisch geändert durch diesen Wegfall von OC4J und Weblogic kam rein. Aber auch die Inpol-Systemstruktur selbst. Da kamen halt immer wieder neue Schnittstellen und neue Anforderungen rein. Das war schon recht dynamisch über die 10 Jahre. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man es dann nach und nach immer mehr kennt, also dieser Adrenalin des Fingers über der Enter-Taste in den ersten paar Monaten nach Inbetriebnahme, den habe ich am Ende überhaupt nicht mehr gehabt. Wenn da irgendein Versionsumstieg war, wusste ich, hier ist ein Snapshot, da ist ein Backup, da ist dies, wenn es nicht klappt, dann klopfe ich halt so lange drauf, bis es geht. Ich werde von irgendwie dieses Wochenende diesen Versionswechsel erledigt haben. Da war kein Adrenalin mehr dabei und keine wirkliche Herausforderung. Und hast du mal irgendwie in deiner Zeit einen größeren Ausfall des Systems erlebt? Naja, es gab schon immer mal, vielleicht, das ist vielleicht der Schritt hin zu den Arbeitsbedingungen. Ich sag mal so, am Anfang war das so, wenn da irgendwas ausgefallen ist, da war es natürlich schon so, dass man das gern wissen wollte. Dass ich dann quasi auch gesagt habe, wenn irgendwas ist, ruft mal an. Nee, ich weiß nicht, ob ich es aktiv gesagt habe, aber zumindest habe ich den Anruf, der dann kam von einem IT-Dauerdienst, der 24/7 im Haus saß und auf diesem SVG ist irgendwas rot geworden, dann habe ich die Anrufe schon angenommen und bin auch eingerückt. Also ich hatte so irgendwie mit dem Auto 5 Minuten Fahrzeit und mir war es dann ganz lieb, den Fehlerzustand noch zu sehen, bevor das irgendjemand durch Neustart von irgendwelchen Sachen quasi nicht mehr nachvollziehbar macht, was das Problem war. Und das ist ein bisschen mein Herzblut, ich will, dass das funktioniert und will auch besser werden und will dann halt dadurch auch nicht mehr so oft angerufen werden. Das ist halt am Anfang will man das noch. Später wurde das dann von der anderen Seite als absolut selbstverständlich gesehen. Das ging doch immer so. Natürlich ruft man den Mitarbeiter außen frei. Und das heißt, ich habe dann so die zweite Hälfte der 10 Jahre eigentlich sehr häufig darüber geredet, Leute, das geht so nicht, wir können nicht einfach Hinz und Kunz, und das war bei anderen Verfahren auch so, wenn was nicht geht, holen wir den halt rein. Und wenn er nicht ans Telefon geht, dann rufen wir halt den Kollegen an, dann muss der das fixen. Und wenn der nicht ans Telefon geht, dann schicken wir schon auch mal den Streifenwagen los und klingeln, ob der Typ wirklich nicht zu Hause ist. Und das sind Dinge, die kann ein Arbeitgeber schlichtweg nicht machen. Und das Problem ist, wenn man dann sich hingestellt hat und sagt, nein, ich komme jetzt nicht, es ist Samstag, ich bin frei, und gibt denen das auch am Montag nochmal schriftlich, dann passiert eben etwas, das ist typisch Polizei. Das ist ein, wir sind doch wichtig, hier sagt man nicht nein, hier gehorcht man Befehlen, natürlich hast du zu kommen, wir geben dir das aber nicht schriftlich, sonst könntest du mit diesem Zettelchen ja vors Arbeitsgericht gehen und das prüfen lassen. Das heißt, die waren auch nicht greifbar dadurch, ne? dass sie mir nichts schriftlich gegeben haben, sondern immer nur, das ging bis ins Innenministerium hoch, getweetet quasi, das kann ja wohl nicht sein, aber gemacht hat nie jemand was, weil das eigentliche Problem war, sie hatten einfach nicht genügend Leute, um eine dauerhafte Rufbereitschaft sicherstellen zu können. Rufbereitschaft gab es immer nur,
wenn irgendein geplanter Einsatz war. Ja, wenn die Nazis am 1. Mai irgendwie ausgerückt sind und es war ein großer Einsatz, konnte mal Rufbereitschaft sein. Oder wenn der Papst oder Obama vorbeikamen, dann konnte mal Rufbereitschaft oder sogar Vorortbereitschaft sein. Dann hat man das gemacht, dann war man sich der Wichtigkeit des Systems bewusst. Aber im Alltag war es völlig egal, denn ich kann den Mitarbeiter hier jederzeit holen. Und am Ende war sogar mein Weggang, das hatte viele andere Gründe auch. Also das fehlende Adrenalin am Ende, so ein bisschen auch diese Lust, nochmal was anderes zu erleben, nicht dort Rentner zu werden und so. Also es gab viele Gründe, aber unter anderem habe ich das dann halt auch an einem dieser Punkte aufgehängt und habe gesagt, es geht so nicht. Und da kam teilweise aus dem Präsidialbüro Schreiben, das hat, ich möchte sagen, fast den Boden ausgeschlagen. Da wurde halt argumentiert mit, na, das ist doch ein Notfall, wenn das ausfällt. Ne? Schließlich steht im Arbeitszeitgesetz ja drin, oder Arbeitszeitgesetz, naja, es steht im Prinzip im Gesetz, dass es ein, im Notfall darf der Arbeitgeber, ja, aber dummerweise halt nur für die, wo er nicht hätte vorsorgen können. Er kann aber vorsorgen, er kann genügend Leute einstellen und er kann eine Rufbereitschaft machen und schon bin ich jederzeit da, wenn ich Dienst habe. Ne? Mhm. Und dann kam als nächstes Argument, ja, beschwer dich doch nicht, das war Samstag, das war ein Werktag, da hast du natürlich zu arbeiten. Und wenn es Mittwoch wäre, im Frei bin ich im Frei. Holen aus dem Frei ist einfach klar geregelt. Und dann kam als nächstes, ja, guck doch mal in den Tarifvertrag, da steht doch drin, dass du auch zu Wochenendarbeit herangezogen werden kannst. Da habe ich auch gesagt, Jahr für Jahr haben wir hier an diesem Infosystem Umstiege gemacht. Und jedes Mal, wenn irgendwelche Versionsumstiege waren, haben wir das möglichst auf ein Wochenende gelegt, um den Impact für die fachliche Seite gering zu halten. Wir haben ein Auskunftssystem, ein Read-Only-System bereitgestellt, haben das komplette System umgestellt, damit genau die Verfügbarkeit in der Woche zumindest möglichst hoch ist und auch am Wochenende noch tolerierbar. Und die Umschaltzeiten waren irgendwie mal so 2 Minuten oder sowas. Ich habe da wirklich versucht, an Zero-Downtime nah ranzukommen und habe das auch an Wochenenden gemacht. Also die Behauptung wie, aber im Tarifvertrag steht das ja so drin, jetzt rück mal an, war dann die dritte, die einfach dem fast den Boden ausgeschlagen hat, wo ich einfach sage, das kann ein Arbeitgeber nicht bringen, das kann auch nicht eine Institution bringen, die, na, will ich mal sagen, das Einhalten von Gesetzen als Kerngeschäft hat. Ne? Das geht einfach nicht. Und das war aber halt ein, niemand hat auch das Problem, wir haben zu wenig Leute, wir müssen auf dem Markt auch mit schlechten Lockmitteln, weil der Tarifvertrag ist nicht der attraktivste, wenn ich auf den Markt von IT gucke, müssen wir mit wenig Leuten sehr viel leisten. Und dieses Problem hat keiner mal wirklich mit benannt, sondern der das Problem benannt hat und der gesagt hat, nein, ich rücke am Samstag nicht ein, der war halt Mistbeschmutzer. Und das ist kein gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder Dienstherr und Bediensteten, wie auch immer man das nennen möchte. Also das war schon zur Frage von, wie fühlt man sich da, wenn man gute Arbeit leistet und kriegt viel Arbeit auf den Tisch, weil man gute Arbeit leistet, wird sie erstens immer mehr. Man muss nicht damit rechnen, irgendwie gewertschätzt zu werden, was guten Output der Arbeit angeht. Also da kommt wenig Feedback von den Führungsebenen, muss ich sagen. Und es schlägt sich am Ende auch ein bisschen, wir waren jetzt ganz kurz mal bei der Bezahlung, schlägt sich das auch nieder. Natürlich ist so eine, also das Beste, was du als ITler dort bekommen kannst, ist eine E11 oder bestenfalls E12, wenn du ein bisschen Fachverantwortung oder Personalverantwortung mit übernimmst. Das ist, wenn man dort lange ist, nicht ganz unattraktiv, wenn man in die Tabelle guckt, im Tarifvertrag der Länder. Aber man muss sehen, dass man eben links in der Tabelle einsteigt. Und das ist, wenn man da fragt, wen kriegt man da auf dem Markt, ist da nicht so viel. Im Haus selbst merkt man dann auch wiederum, dass das alles sehr unterschiedlich betrachtet wird. Während in der Abteilung der Kriminaltechnik halt so ein Biologe oder so ein Chemiker, der da irgendwie angestellt ist, natürlich im höheren Dienst ist, also irgendwo auf E13, weil der hat ja studiert, ist IT immer so ein bisschen das, was ja ohnehin jeder kann oder unterm Tisch stehen hat, das mit diesem On-Off-Knopf und so, das ist so Setup-Exe klicken und so, das kann ja jeder in Anführungsstrichen. Und diese Haltung schlägt sich eben auch da nieder. Du kommst in der IT nicht in höheren Dienst, Punkt. Zumindest nicht, wenn du an der Konsole sitzt. Wenn du irgendwelche Führungsarbeit übernimmst, kannst du das gern machen, aber nicht aufgrund deiner fachlichen Qualifikation. Das schaffst du nicht. Ich habe gerade mal so geguckt, dass, also
sind erstmal, es wird hier so ein, als, so ein 3.500 Euro als Bruttolohn angegeben. Aber bei A11 oder was? Bei E11 Stufe 1. Und, aber ich meine, da kommt natürlich noch einiges hinzu. Also das ist nochmal, damit die HörerInnen da draußen so ein bisschen eine Idee haben, was, was das für eine Größenordnung ist. Also man macht dann so irgendwie alle 2 Jahre ein Stück nach rechts in der Tabelle und nach so 5 bis 10 Jahren kann das durchaus auch ein vergleichbares Gehalt werden, zumindest im Osten, sage ich jetzt mal. Also wenn man da, wie gesagt, TLKA, also in Thüringen, das in Erfurt nimmt, war das sicher ein vernünftiges Gehalt. Man braucht nicht hoffen, dass man in Rhein-Main oder sonst wo irgendwie konkurrieren kann mit dem offenen Markt. Das ist aussichtslos. Also man kann damit locken, dass man einen sehr sicheren Arbeitsplatz hat, dass man vielleicht, was weiß ich, mit Stolz irgendwie bei der Polizei arbeiten kann, dem das wichtig ist. Mir war das nicht unbedingt, aber so ein bisschen so ein Dazugehörgefühl oder sowas. Vielleicht hat man noch andere Assets. Das Gehalt wird es eher nicht sein, nehme ich an. Und dann ist, wie gesagt, relativ wenig Feedback. Also man ist da eher so eine EDA-Ressource. Ne? Das ist so ein bisschen egal. Und diese Rufbereitschaftsthema, diese Haltung, die sind wichtig, also musst du anpflanzen. Die drückt sich halt durch nichts derartiges aus. Auf der anderen Seite gibt es Feedback oder auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie irgendwas, was das wieder ausgleicht. Naja, das ist so ein bisschen das Gefühl, wenn man da angestellt ist. Und weil ich schon gesagt habe, es sind zu wenig motivierte Mitarbeiter und zu wenig mit Skill. Es ist schon ein bisschen ein Problem, dass das über die Jahre daran krankt, dass es sind schon rein auf dem Organigramm schon viele Leute, die da arbeiten. Aber natürlich ist das so ein bisschen, das will ich nicht mal unbedingt einer Behörde zuschreiben oder so, aber wer sich lang eingerichtet hat und irgendwie eben diesen Forscherdrang nicht mehr hat, der, oder wer seine Nische gefunden hat, wo er nicht so oft angesprochen wird, wenn neue Aufgaben verteilt werden. Das ist natürlich, da passiert eben nicht viel und das sind dann zu wenig Leute, die das alles machen. Und dieses Gefühl hatte ich da sehr viel, wo ich mich so frage, was macht der eigentlich den ganzen Tag lang? Und wie macht er das? Macht er das gut? Macht er das schlecht? Und die Frage von, wenn ich jetzt eine neue Aufgabe auf dem Tisch hatte, okay, könnte ich die auch delegieren? Könnte die jemand anders machen? Ach nee, ich mache es mal lieber selbst, sonst kommt wieder das und das raus. Es war auch eine Frage von Skills und Lernen wollen, war halt immer wieder so ein bisschen ein Problem. Das gibt es, wie gesagt, auch in anderen Institutionen, also auch in der freien Wirtschaft, gerade in großen Firmen, aber ich glaube, dass so ein Amt schon sehr, sehr dazu neigt, so zu werden. Und dazu kommt dann auch wieder IT und Polizei, die werden, glaube ich, nie wirklich Freunde. Also wer in Befehlsstrukturen und Erlassen denkt, ich erlasse, dass die Software morgen läuft, haben wir mal so als Scherz gesagt. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Das ist halt, es ist ein bisschen weltfremd an manchen Stellen. Ne? Also wenn ich muss doch nochmal diesen kleinen Twist hin zu dem zweiten Verfahren bringen. Also um das einfach ein bisschen plastisch zu machen. Das zweite Verfahren, ich hatte mehr als zwei, aber das zweite große, was ich da so ein bisschen über die Jahre begleitet habe, das war das Fernschreibsystem. Das hieß E-Post 810. Und E-Post 810 hatte seinen Namen nach der PDV, Polizeidienstvorschrift 810, war im Prinzip das System, womit die formelle Kommunikation zwischen Behörden stattfindet. Also es ist am Ende, man kann sich das vorstellen, eine Webmail-Anwendung, wo zwischen den 16 Ländern, Bundeskriminalamt, Zollkriminalamt, Bundesinnenministerium, Bundespolizei kommuniziert wird. Und das ist auch tatsächlich, hat sich das nicht nur so angefühlt wie ein Webmail-System, sondern es war auch ein SMTP-Transport drunter. Das ist dann später auch auf eine andere Schnittstelle umgestellt worden oder zumindest bestand die Möglichkeit, da irgendwie eine Restschnittstelle zu benutzen. Aber am Ende war es SMTP-Transport mit ein bisschen Quittierung. Also da wurden quasi XML-Datagramme in SMTP verpackt. Und diese Quittierung war wichtig für die garantierte Zustellung. Es gab halt Fernschreiben, die mussten innerhalb einer Minute am Ziel sein und auch gelesen quittiert sein, die halt sehr dringend und schnell waren. Und es gab da so Priorisierung ein bisschen mit drin. Das heißt, ein Polizeibediensteter, der quasi permanent auf den Bildschirm guckt und
Warte, dass da was aufpoppt oder wie, was heißt gelesen in dem Fall? Da pullte quasi tatsächlich im Browser ein kleines iFrame, was regelmäßig alle 5 Sekunden oder wie viel auch immer gepollt hat, wie viel an neuen Nachrichten da ist und das auf dem Lautsprecher ein Pling, Pling, Pling ausgegeben hat, wenn eine neue ungelesene Nachricht war. Man konnte sicher an das Backend, an das Frontend auch anderes anschließen, aber letzten Endes war das ja der Auslieferungszustand. Okay. Und wenn ich da reingeschaut habe, das war das komplette Gegenteil von dem Import-System. Also das war eine grottig implementierte JSP-Anwendung, die ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, für Beispiele für schlecht implementiert. Jede JSP war irgendwie anders geschrieben, der Header sah jedes Mal anders aus und die Art zu schreiben, die Namen so der Variablen war irgendwie wie, gestern Abend habe ich das so gemacht, heute Abend habe ich es so gemacht, das war immer so ein, als hätte ein Praktikant das irgendwie hingerotzt, muss ich sagen. Es sah echt schlimm aus, wenn man da reingeschaut hat. Aber es war schon gekauft, denn die Kaufentscheidungen treffen da halt bundesweit nicht Techniker, sondern in dem Fall dann halt Leute mit Schulterstücken. Und die haben halt gesagt, ja, das sieht gut aus, guck mal, es macht, erfüllt den Zweck, das kaufen wir. Und es war halt einfach schon da. Ne? Und jetzt macht das, bringt das mal so zum Laufen, dass das funktioniert. Und dann ist es... Da treten Fehler im Alltag auf, wo man sich dann haarsträubend dachte, das kann nicht wahr sein. Ne? Da ist, irgendwie wurde ein Fernschreiben zurückgewiesen, konnte nicht abgesendet werden. Dann guckt man sich an, ja, warum wird das zurückgewiesen? Weil die Prüfung auf den gültigen Zeichensatz, der da gerade eingegeben wurde, die fand eben in der JSP statt, in dem jemand offenbar gefragt hat, sind alle Zeichen in einem Alphabet vorhanden? Und dieses Alphabet sah aus wie, der ist am Abend einfach über seine Tastatur gelaufen und hat sich überlegt, welche Zeichen könnten da wohl drin sein. Also der hat nicht irgendwie gesagt, okay, das muss ISO sein oder das muss UTF sein oder sonstiges, sondern der war halt ein String drin, der irgendwie alle Buchstaben hatte, aber dummerweise war bei diesem René halt der Strich auf dem E, den hat er halt nun gerade nicht mit erwischt und deswegen wurde da dieses Subject oder Body oder ich weiß es nicht zurückgewiesen. Und dann muss Da habe ich mich so gefragt, wie kann das durch alle Prüfungen kommen bis zur Inbetriebnahme, ne? Weil es nie jemand geprüft hat. Und es geht weiter mit Session Management. Dieses Verfahren hat dann halt, man hat einfach gesehen, dass jede JSP, oder nee, vielleicht die JSPs, die einzelnen Seiten, die man aufruft quasi, die Session nur unzureichend geprüft haben. Und tatsächlich war es dann auch so, wenn man in der URL einfach so ein bisschen Parameter geändert hat, ja. Also wenn zum Beispiel die Inbox der Polizeidirektion Jena hatte halt irgendwie URL und dann im Pfad stand irgendwie Inbox ID gleich 15 1, 2, 3. Oder was weiß ich. Genau. Und dann habe ich halt die 16 eingetippt und war plötzlich in der Inbox von Erfurt, ne? Zum Beispiel. Und wenn man das einfach ausprobiert hat, hat man gesehen, okay, da prüft niemand irgendwas, welche Berechtigung hat dieser angemeldete Nutzer tatsächlich. Und es ging weiter. Du konntest auf die Passwortwechselseite des Nutzers gehen und das Passwort wechseln. Und wenn du statt User-ID gleich 12345 eben 12346 genommen hast, dann hast du das Passwort eines anderen Nutzers gewechselt. Es wurde auch nicht das vorherige Passwort abgefragt. Also es waren so grundlegende Dinge, wo ich einfach sage, hingerotzt. Ne? Es war einfach schlecht und schlecht. Und dann fragt man sich, wie geht man damit um? Jetzt hat sich die Gruppe der Projekte, die das eingeführt haben, schon so alle halbe Jahre getroffen. Ich weiß nicht, ob es anfangs sogar ein bisschen häufiger war, aber zu der Zeit war es, glaube ich, halbjährig. Und ich habe gesagt, es muss gelöst werden. Ich will bitte bei der nächsten Sitzung einen Slot haben und das vortragen können. Und da gab es tatsächlich dann auch so Widerstände des damaligen Projektleiters da im BKA, der sagte, ja, ich gebe mal das Projekt bald ab und es war doch jetzt ein Erfolg und wenn du das jetzt bringst, dann ist es ja gar nicht so erfolgreich und ich will das nicht, dass du das machst. Wo ich denke, das kann doch nicht ernsthaft deine Motivation sein. Ne? Und dir müsste in die Augen springen, dass das, was ich hier irgendwie beispielhaft dir gezeigt habe, nicht geht. Und auch das kann man einfach nicht machen. Kurz und gut, bei dieser Sitzung, wo ich das das erste Mal wollte, ist das mit dieser Begründung abgelehnt worden. Beim zweiten Mal habe ich dann einfach überlegt, mache ich da jetzt ein Lifehacking? Nehme ich einfach das System des Bundeslandes, in dem wir gerade sind, und führe das am lebenden System vor? Kann man das machen? Ich habe mich dann dafür entschieden, lieber einen Screencast zu machen. Habe also einfach so, nehme den Bildschirm, nehme den Browser, gehe in die URL, tippe das ein und sieh da, schon ist die nächste Inbox da. Und das habe ich als Filmchen vorgeführt auf dieser Sitzung. Da saßen dann so die Delegierten dieser kleinen Sitzung, saßen also da und da sagte einer,
Abschalten. Das wäre wahrscheinlich wäre das die richtige Reaktion gewesen. Im Ergebnis hat man sich aber dann darauf geeinigt, okay, wir auditieren uns alle gegenseitig. Wir auditieren. Das heißt, es finden sich immer zwei Partnerbundesländer und die auditieren sich. Und ja, man ist dann quasi nach BSI-Grundschutzhandbuch da durchgegangen, wie betreibt man ein Betriebssystem sicher? Man muss da, was weiß ich, immer schön Passworte setzen und muss dies und muss jenes. Wie betreibt man eine Datenbank sicher? Wie betreibt man einen Apache-Webserver sicher? Und so Stück für Stück hat man sich durchgehangelt. Das Einzige, was man nicht auditiert hat, war die Software, die jemand liefert und die genau die Probleme hatte. Also es wurde wieder verkannt, was eigentlich das Problem löst. Sie waren einfach unfähig. Also da waren, ich weiß nicht, leider halt auch die Akteure, nicht ITler, sondern es waren halt Leute, die irgendwie aus der Polizei kamen und die halt Polizeivollzugsbeamte waren, die irgendwie in die Position gerutscht sind, da so ein Projekt zum Fernschreitsystem zu leiten oder zu begleiten. Und die konnten einfach damit nichts anfangen. Und ließen sich, muss ich auch sagen, vom Softwarehersteller an der Nase herumführen. Es gab da so ein Beispiel, es wäre gut gewesen, nachzuvollziehen, warum ist dieses Fernschreiben nicht nach einer Minute zugesteckt gewesen, wenn man die Mail-Header noch gesehen hätte. Dummerweise wurden die verworfen, nachdem das in die Datenbank geschrieben wurde. Also kam die Anforderung auf, wir hätten gern in der Datenbank eine weitere Spalte, in der die Header der eingegangenen Mail zu Debugzwecken hinterlegbar sind. Also das würde ich sagen, ist in dem Code, den ich schreibe, einmalig ein Alter Table und da ist eine neue Spalte. Und in dem Insert-Statement, was da irgendwann kommt, eine Kolonne mehr, die befüllt wird. Das sind zwei Zeilen Code, die geändert werden. Das wurde angeboten für 5.000 Euro und 1.000 Euro jährliche Pflege. Ist ja ein Feature-Request. Das kann einfach nicht sein. Also es kann nicht sein, dass dieses Verhältnis von... und das wurde auch erstmal so abgenickt, ne? Wo ich dann gesagt habe, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst auch mal sagen, nein zu so einem... Ja, zu so einem dreisten Angebot. Also sie konnten es nicht einschätzen. Hat man da auch irgendwie vielleicht auch etwas später dann mal versucht, sich die Rechte entsprechend zu sichern, dass man gesagt hat, hey Leute, ich hätte gerne den Quelltext und ich möchte den auch verändern dürfen, um selbst... Nachdem, also zumindest zu meiner Zeit, als ich dort war, war es dann tatsächlich so, dass die Firma die nächste Auslieferung der Software nur gegen eine Unterschrift herausgegeben hat, das Bundesland unterschreiben musste, wir gucken nicht in den Quellcode hinein, was bei JSPs natürlich ein bisschen schwierig ist, aber es gab auch kompilierte Java-Klassen. Aber es hieß dann, das ist verboten, da reinzuschauen. Also auf Deutsch, das, was ihr da an Debug-Arbeit macht, auch teilweise mit Reverse Engineering, wollen wir nicht. Und das war auch wieder unterschrieben worden. Also nein, die Notwendigkeit haben sie nicht gesehen. Das war das komplette Gegenteil des Inputs. Das war einfach schlecht. Und sowas begegnet einem dann eben auch. Ich habe beide Enden des Spektrums gesehen. Leider. Und also ich meine, du hast ja diese Probleme in der Software durchaus gesehen. Hast du nee, auch von deiner Seite mal versucht zu sagen, hey, das Webserver prüfen und Betriebssystem prüfen ist zwar gut und schön, aber die Anwendung müsste geändert werden und was hat man dir dann entgegnet, falls du da was gemacht hast? Also Entgegnungen weiß ich nicht mehr, aber ja, gesagt habe ich das. Es war halt das einzige Gremium, war halt, dass ich wie gesagt, teils Techniker, teils fachliche Anwender der Software alle halbe Jahre reihum in verschiedenen Ländern getroffen haben. Und auch, das waren durchaus sympathische Menschen, mit denen man auch AMG getrunken hat ansonsten. Also, aber es gab halt Schlichtweg, wie soll ich sagen, du hast einfach nicht Gehör gefunden. Die glaubten mit einem Audit, dann ist ja alles sicher, da steht da schließlich eine Unterschrift drunter, das System ist sicher, na, dann ist es ja sicher. Ja, aber das ist ein typisches Problem. Also aus der realen Welt kommend glaubt man kann alles auf dieser Vertrauensbasis einer Unterschrift regeln. Und das schleppt sich halt in die IT-Welt und dort fährt das einfach vor die Wand. Das ist an anderen Stellen auch so, wenn man zum Beispiel, also wir sind da viel, mussten wir solche Sicherheitskonzepte nach BSI-Grundschutzhandbuch machen. Ist es auch, du hakst quasi Kästchen ab. Ne? Ist das so? Ist das so? Genau. Ist das so? Wenn dich dann die Sicherheitsbeauftragte fragt, ist die Anmeldung am System verschlüsselt? Und du sagst, naja, Anmeldung am System, wenn ich jetzt als Administrator mich da anmelde, ist es SSH, also ja, ist verschlüsselt. Okay, ist verschlüsselt, Haken dran. Wo der Schlüssel liegt,
hat keiner gefragt, wie der abgespeichert ist, wer darauf Zugriff hat, sonst was. Es ist völlig egal. Also in dem Fall ging es nur darum, Haken dran. Keine weiteren Fragen. Also eine kreative Auslegung der Frage, um diesen Haken hinzukriegen, das kenne ich auch aus der Wirtschaft. Ja, das ist, wie gesagt, das werfe ich auch der Behörde nicht vor, nur dort kombiniert sich es halt dann sehr schnell mit fachfremden Leuten. Also das ist immer der Punkt, ne? Also technisch fachfremd. Polizeifachlich waren die alle sicher, oder kann ich nicht einschätzen, ob die alle fit waren, aber das will ich nicht drüber urteilen. Aber wenn halt polizeifachlich kompetente Menschen über technische Dinge entscheiden, ist das nicht besonders hilfreich. Ja, und genauso wirst du wahrscheinlich umgekehrt keine polizeifachlichen Dinge entschieden haben. Also das war selbstverständlich so, ja. Also ist so im Prinzip diese Kompetenzbereiche oder eben auch Überschreitung. Allerdings muss ich sagen, das führt auch zu einem Stück Freiheit. Also wenn ich dann die IT-Abteilung des TLKA jetzt wieder nehme, da war es zu meiner Zeit fast immer, bis aufs Ende, war es immer so, dass der Abteilungsleiter irgendwie ein Polizeivollzugsbeamter war. Kriminalbeamter oder einer, der muss nicht mal im LKA fest sein, sondern es kann auch sein, dass der irgendwo in einer anderen Dienststelle in Thüringen vorher eine PI geleitet hat, also eine Polizeiinspektion oder Kriminalpolizeiinspektion. Und dann kommt der im Zuge des Rotationsprinzips dahin. Jetzt kann der, wenn er ein guter Manager, sag ich mal, ist, kann der sich natürlich zuarbeiten lassen von denen, die technisch was verstehen und darauf basierend Entscheidungen machen. Das ist so ein bisschen wie diese ewige Frage, ob Ministerien immer von Fachleuten geleitet werden müssen oder nicht von guten Managern, die sich gut beraten lassen und die in der Lage sind, das gut einschätzen zu können oder halt vertrauensvolle Leute um sich haben. Und tatsächlich war das so, dass im Prinzip technische Dinge einschätzen konnte der Abteilungsleiter da wahrscheinlich sehr selten. Er musste halt irgendwie darauf vertrauen, dass ihm das Richtige zugetragen wird. Was dazu führt, dass natürlich die Kompetenz über die technischen IT-Dinge häufig, ich habe es immer gesagt, am unteren Ende des Organigramms liegt. Also an dem, der auf der Konsole sitzt, der weiß, wie sich das täglich anfühlt und woher das kommt, dass man diese URL einfach nur verändern kann und schon ist die Schwachstelle erkannt. Und es hätte vieles besser funktionieren können, wenn auf die Techniker mehr gehört werden würde, muss ich sagen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, beim nächsten Mal möchte ich in einem Laden sein, der IT als Kerngeschäft hat, nicht als nie wahrgenommene, außer bei Ausfällen wahrgenommene Ressource, auf die man nicht hören muss, sondern halt ernst genommen eben auch fachlich kompetenten Rat. Und das war dort eben nicht so. Es führte aber dazu, dadurch, dass die nicht einschätzen konnten, was man da eigentlich macht, sobald die Tür zum Flur zu war, konnte ich im Prinzip auch völlig frei agieren. Das heißt, wenn die Aufgabe war, nimm dieses EPOS 810-System in Betrieb, konnte ich mir überlegen, okay, wie soll das Design aussehen? Was für eine Clusterware nehme ich? Aha, jetzt habe ich da neulich mal was in der CT dazu gelesen, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das teste ich einfach mal und wenn sich das irgendwie vernünftig anfühlt, dann wird das halt ein Heartbeat-Cluster. So, zack, hat man sich in die nächste Technologie reingearbeitet gehabt. Oder war es dann schon Pacemaker, weiß ich nicht. Also Heartbeat hatte so ein bisschen Evolution. Und das heißt, bei der Frage von, wie setzt du das technisch um, war ich fast völlig frei. Also es war dann, da konnte ich meinen Forscher dran freien Lauf lassen und die nächste Technologie ausprobieren, wenn wir danach waren. Oder wenn sich irgendwie da so ein neues Verfahren irgendwie angemeldet hat, dann probiert man das halt mal aus. Irgendwann bei Oracle zum Beispiel gibt es APEX, Application Express. Irgendwann kam eine Anforderung vorbei mit, hier müsste mal eine Art Software entwickelt werden, die diesen und jenen fachlichen Use Case löst. Und dann habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich so Rapid Application Development könnte man mit APEX vielleicht ganz gut machen. Dann habe ich mich in APEX so ein bisschen ausprobiert und es hat relativ schnell Fortschritte gemacht und dann ist das am Ende eine APEX-Anwendung geworden. Das ist für den Forscherdrang eines dort Angestellten ist es sehr gut, macht viel Spaß, ist für die Landschaft dort wiederum nur so halb gut, weil dann hat man halt einen Zoo von unterschiedlichen Technologien und wenn derjenige dann auch noch irgendwann kündigt, was absolut nicht Standard ist in dem Laden, also ich wurde da eher sehr seltsam angeguckt, dann bleibt da natürlich ein Zoo an bunten Technologien zurück, die andere vielleicht nicht beherrschen oder sich noch nicht damit beschäftigt haben, weil es halt immer nur an einer Person liegt.
muss man halt versuchen, möglichst viel von Technologietransfer den anderen Kollegen mitzuteilen, damit man die nicht ganz alleine lässt und so. Aber die Freiheit, Neues auszuprobieren, die war im Prinzip immer gegeben. Wer gern forscht und bastelt, ist dort nicht am falschesten aufgehoben, finde ich. Aber würdest du denken, dass das also heute immer noch so ist? Weil, sag mal, typischerweise erlebe ich das so als so eine Eigenschaft von Organisationen, die relativ neu sind, wo man viel forschen und basteln kann. Und wenn es sich aber das irgendwann gesetzt hat oder irgendwie Probleme damit entstanden sind, dann fängt man dann doch an, die Admins oder anderen Leute ein bisschen, sag mal, einzuhegen und zu begrenzen. Also würdest du denken, dass das heute immer noch so eine wichtige Eigenschaft ist? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich glaube auch, dass die Tendenz dann eher dazu ist, dass man das reduziert. Und wie gesagt, mit einem bisschen Mitdenken des Akteurs. Also wenn ich da heute sitzen würde, würde ich auch dreimal zögern, ob ich wieder die nächste Technologie ausprobiere, weil es halt nicht gut ist für einen bunten Zoo. Das ist aber heute bei dem, was ich heute bei der Bahn mache, auch nicht groß anders. Also ich sage auch mal, natürlich würde mich das interessieren, aber vielleicht sollte ich es lieber nicht machen, weil sonst wird es zu viel, was wir dann betreiben. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das jemand als Problem erkennt, dass das dann auch zurückgedrängt wird. Aber dafür muss es halt jemand als Problem erkennen, dafür muss jemand einschätzen können. Das ist halt der Punkt. Aber trotzdem sehe ich eigentlich schon die Notwendigkeit, technischen Wandel mitzumachen, also so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben und auch die Möglichkeiten, das zu machen. Es muss halt in einer strukturierten Art und Weise passieren, dass das nicht der extreme Zoo wird, sondern dass man da schon auch ein bisschen konsolidiert vielleicht im Nachgang. Also Bleeding Edge, glaube ich, wird man bei der Polizei so schnell nicht sehen. Das ist schon, also das ist jetzt nicht der hippe DevOps-Scheiß, den quasi irgendeine Startup-Klitsche in San Francisco macht. Das wird es dort nicht geben, das ist mir sicher. Also es wird immer gut abgehangenes älteres Zeugs sein. Das heißt aber nicht, dass man nicht auf der Basis des Betriebssystems und Clusterware und sonstiges nicht auch sowas mit einbringen kann und gut nutzen kann. Oder überhaupt, wenn man sich seine ganze Technologie zu auf eine breite Basis stellt, macht man sich natürlich als Admin auch das Leben leichter. Also diese Software für dieses Fernschreibsystem, da brauchten wir halt immer irgendwelche Thüringer Anpassungen. Thüringer hat halt gesagt, geht das nicht so und so. Und dann habe ich halt in so eine JSP geguckt und gesagt, ja, wenn ich da diese Zeile ergänze oder da die verändere, dann geht das so und so. Und dann sieht das in dem Browserfenster halt wieder ein bisschen anders aus. Diese Änderung in jeder Version neu einzufliegen, macht natürlich keiner. Also hast du angefangen, das Ganze in ein Versionskontrollsystem, damals war das noch SVN, zu werfen, und so einen Vendor-Branch zu pflegen und einfach den Master-Branch als produktiv zu nehmen. Und jedes Mal, wenn der Vendor-Branch eine neue Version hat, hast du das reingemerged. Und das hat sehr gut funktioniert. Also immer zwischen den beiden Branches waren die Unterschiede, alle Thüringer eingriffen. Und das als Nicht-Software-Entwickler dann sowas einzusetzen, ist natürlich, also es macht die technologische Basis einfach breiter und das Leben leichter. Also wenn da eine neue Version kam, importiert in den richtigen Branch, ein Merge, fertig, sieht gut aus, kann in Betrieb gehen. Ne? Testest noch irgendwie in der Woche und dann kann es eigentlich raus. Und das ist schon, also das habe ich eben bei Kollegen dann nicht so viel gesehen, dieses bisschen Basteln und sonst was. Das gibt keinerlei Aussage darüber, welchen Hintergrund der hat. Also es ist, das muss ich unbedingt noch sagen, es ist eine Mischung aus Beamten, technischen Beamten, aus Angestellten und aus Polizeivollzugsbeamten. Die kommen aus allen Seiten her. Und da sind nichts von dem Hintergrund sagt etwas darüber aus, wie gut du bist, sondern das hat sich allein daraus bestimmt, wie gern du bastelst. Also der, mit dem ich mich am meisten identifizieren würde, mein Kollege, der auch vom Pensum her oder von den Aufgaben her so ähnlich gearbeitet hat wie ich und die ähnlichen Technologien beherrscht hat, etc., also HPUX mitverwaltet und so weiter, der war Polizeivollzugsbeamter, der hat nie irgendeine IT-Ausbildung gehabt, der hat sich das alles selbst erarbeitet, wie im Prinzip ich damals im Rechenzentrum der Uni Jena auch. Und dieser Forscherdrang ist das, was einen dort gut arbeiten lässt und nicht die Frage, bist du Polizeivollzugsbeamter oder Angestellter oder hast du einen technischen Hintergrund oder einen polizeilichen Hintergrund. Und im Gegenteil gab es natürlich auch die Polizeivollzugsbeamten, wo man sagt, okay, wie kamen die hier hin? Wahrscheinlich kann man sich nicht trauen, sie mit einer Waffe auf die Bevölkerung da draußen loszulassen, weil man ihnen lieber ein Abstellgleis zuweist oder sowas. War manchmal mein Eindruck. Oder auch die
naja, die zwar irgendwie Ambitionen haben, aber vielleicht nicht die Fähigkeit dazu. Es gab irgendwie alle, also schönes Beispiel war mal, der Abteilungsleiter sagte irgendwann, jetzt wird es personell besser. Ich habe dann jemanden, der ist Administrator bei der Bereitschaftspolizei und der wechselt zu uns und der kann dann euch unterstützen. So, und dann kam der dann daher und stellte sich raus, er hatte in einem Webforum die Rolle eines Administrators gehabt. Also es hat sich relativ schnell als nutzlos dann herausgestellt und naja, heute ist dann Landtag. Aber für eine gewisse Partei. Ja. Auch das würde ich sagen, ist nicht unbedingt behördenspezifisch, sondern das kenne ich auch aus der Wirtschaft. Ja, ich bin mir immer nicht sicher, ob man sich in der Behörde besser verstecken kann oder ob dieses, gerade dieses, wenn eine Polizei das nicht einschätzen kann, was derjenige kann oder tut, ob es das fördert, dass es solche Leute gibt, solche Kollegen gibt. Es macht nur am Ende die Arbeit derer, die da gern basteln und die gern ihre IT betreiben, macht es einfach doppelt schwer, weil du machst deren Arbeit mit und du schleppst die mit. Und bist dann noch der Nestbeschmutzer, der am Ende dagegen aufbegehrt, wenn du aus dem Freien geholt wirst. Ne? Aber ich meine, du hast da jetzt also einige Sachen schon erzählt, was die vielleicht nicht so gut laufen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist noch so, wenn ich jetzt vielleicht vor dem Schritt stehen würde, mich beim öffentlichen Dienst oder auch bei der Polizei im Konkreten zu bewerben, welchen Leuten oder Typen von Leuten würdest du denn empfehlen, da anzufangen? Das habe ich mich bei der Vorbereitung auf den Podcast gefragt, weil es stand ja im Prinzip, der Ausgangspunkt war ja, die Polizei sucht Leute. Und ganz ehrlich, so ein bisschen jemand, der frisch vom Studium kommt und der so ein bisschen die Fühler ausstrecken will, Erfahrung sammeln will, der noch so einen Forscherdrang und Basteldrang hat, den ich dafür sehr gut finde, dem würde ich das wahrscheinlich ohne mit der Wimper zu zucken empfehlen. Also wenn wichtig ist, hab eine Form von Selbstschutz, also sei entweder robust dagegen, wenn Unsinn um dich herum passiert oder wenn schütze dich davor, dass du verschlissen wirst, das ist wichtig. Also wenn du glaubst, das irgendwie aushalten zu können, kein Problem, sofort dahin. Und natürlich ist auch die Frage, das ist ein sicherer Arbeitsplatz. Ne? Wenn man jetzt irgendwie seine Familie gegründet, sein Häuschen gebaut und einen sicheren Arbeitsplatz möchte, in einer vielleicht nicht allzu industrialisierten Region wie Erfurt oder sowas, dann ist das durchaus auch ein Sicherheitsaspekt zu sagen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten oder in so einem Amt zu arbeiten und dort sein Leben hinzuplanen. Das halte ich durchaus für legitim und hatte auch Kollegen, die das machen. Das muss die Arbeit nicht schlechter machen, ne? Im Gegenteil. Also man muss einfach, wenn man weiß, was die Pferdefüße sind und das für sich abwägt, kann man das gern machen. Man kann auf der anderen Seite, wie gesagt, nicht unbedingt erwarten, diese hippe Leading-Edge-Technologie nun an jeder Stelle zu sehen oder irgendwelche, du wirst in so einem Laden halt kein Startup-Feeling erleben, klar, logisch, erwartet wahrscheinlich auch keiner. Und diese Frage der Wertschätzung, das habe ich ja irgendwie schon mal gesagt, aber das ist möglicherweise halt auch in jedem Laden so, in dem IT nicht Kerngeschäft ist, dass man eher so eine EDA-Ressource ist. Ne? Man wird bemerkt, wenn es nicht funktioniert. Ja. Und wenn man damit leben kann und seine Befriedigung daraus zieht, dass man, was weiß ich, lange gebastelt hat und heute ist das in Betrieb gegangen und das macht mich stolz und das funktioniert und so, dann kann man das dort sehr gut machen. Also würde ich auch jederzeit empfehlen. Aber das ist zum Beispiel der Punkt, die Frage von, warum bin ich eigentlich gegangen? Also er hat ja schon gesagt, dass die Dinge, IT und Polizei passen irgendwie nicht zusammen, war so immer so meine Einschätzung. Wenn ich wollte in den Laden, wo IT Kerngeschäft ist. Ne? Und dann war auch die Frage so dieser völlig falsche Mitteleinsatz. Wenn man als Steuerzahler sieht, wie teure, sehr teure Hardware völlig überdimensioniert für den System gekauft wird, was auch auf x86 Pizzakisten betrieben werden könnte. Und gleichzeitig sieht man, dass Personal aber nicht gewonnen wird und gewonnen werden kann und Personal verschlissen wird. Dann ist einfach das Missverhältnis ist einfach zu groß. Dann diese Frage von, wenn man Probleme benennt, dass man so schnell eher als Nestbeschmutzer gesehen wird, als der, was weiß ich, dass man sagt, okay, dann lass uns diese Probleme angehen. Also so ein bisschen
Gemeinschaft sind und sowas ist da nicht. Das, was ich schon gesagt hatte, keine Fehlerkultur, kein Lernen. Oberstes Ziel ist einfach immer nicht schuld sein. Das heißt, wenn irgend so ein Ausfall passiert ist, waren alle erstmal damit bemüht, zu sagen, ich bin auf alle Fälle nicht schuld. Ne? Und wenn man dieses Schild hochhalten konnte, war man zufrieden, dann war auch völlig egal, was die eigentlichen Ursachen waren. Und dieses Nicht-Schuld-Sein, das ist sowohl persönlich gewesen, als auch als Organisation. Ne? Und so, das hat sich zeitlich halt, hat sich das überlagert mit dem Auffliegen des NSU. Und auch da war es ja so, dass die Organisation irgendwie, na, schuld sind wir nicht. War alles okay, was wir gemacht haben. Ne? Und selbst da habe ich ja auch noch gesagt, ich würde unterstellen, dass das LKA durchaus bemüht war, die zu fangen und dass eher der Verfassungsschutz da dagegen agiert hat. Aber am Ende sah es dann im Untersuchungsbericht halt auch manchmal ein bisschen lustig aus, dass da was da zu lesen war. Also solche Dinge, die sind irgendwie hielt ich die für systemimmanent bei der Polizei. Und das hat mich auf Dauer ein bisschen genervt. Auch die Frage, kreative Rechtsauslegung. Also das zum Arbeitsrecht, Rufbereitschaft hatten wir vorhin schon. Aber es ist halt auch so ein IT-System hat immer eine klare Rechtsgrundlage. Ne? Und die habe ich irgendwann in so einer Errichtungsanordnung geschrieben. Und die hat ein Datenschutzbeauftragter des Landes abgesegnet. Und die ist irgendwie publiziert innerhalb der Verwaltung. Und dann will die Polizei dieses System aber auch für was anderes einsetzen. Und dann sagst du, nein, das ist aber, die Rechtsgrundlage gibt es nicht her. Dann steht halt morgen in dieser Rechtsgrundlage oder in dieser Richtungsanordnung und sonstige polizeiliche Belange hinten mit an dem Satz dran und schon kann es dafür eingesetzt werden. Das ist halt manchmal so ein bisschen tralala, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das geht einfach nicht. Also da habe ich dann auch, nachdem ich mich die ganzen Jahre auch gefragt habe, ich bin ein Kind der Wende und habe mich schon am Anfang auch gefragt, will ich in irgendeinem systemnahen Bereich arbeiten. Aber ich war immer der Meinung, dass zwar habe ich, also bin eher ablehnend von Militär und so weiter, aber eine Polizei und eine öffentliche Ordnung muss eine wehrhafte Demokratie haben und das gehört dazu. Und die haben ja auch klare Rechtsgrundlagen für alles. Wenn du dann siehst, dass dieses, und die wenden sie auch immer genau korrekt an, so ein bisschen ins Wanken gerät, dann fragst du dich halt, bin ich hier richtig? Will ich Teil dieses Systems sein, der sich immer mehr dahin verschiebt von, wir wollen mehr Daten, wir wollen mehr Daten, wir beherrschen sie zwar nicht und sind eher, naja, dilettantisch in der Auswertung, erst recht im Umgang damit, aber wir wollen mehr Daten und wir wollen hier nochmal zugreifen und so weiter. Das will man dann irgendwann nicht mehr mit unterstützen. Hm? Und zumindest ging es mir so. Und ja, grundsätzlich sind es auch solche Einstellungen von Kollegen. Naja, gut, das hat man heute wahrscheinlich häufiger, ne? wenn sie so durchblicken lassen, wie sie so über bestimmte Dinge denken, was sie in ihrer Arbeit so machen. Wie meinst du das? Naja, ich verstehe, wenn jemand, der den ganzen Tag mit irgendwelchen potenziellen Straftätern und Strafverdächtigen zu tun hat und die Namen liest, dass der meint, der Ausländer ist schlichtweg mal der Straftäter in Anführungsstrichen. Und wenn das politische Haltung prägt und damit auch das Handeln prägt, dann merkst du auch halt, ob institutionalisiert schlägt sich das dann nieder. Das möchte man einfach nicht haben. Ist mir danach aber auch in anderen Gegenden, in anderen Kontexten begegnet. Insofern ist das wahrscheinlich nicht unbedingt nur eine Eigenschaft der Behörde. Ja, das stimmt. Jörg, ich würde dich nochmal ganz kurz fragen, ob du jetzt noch diverse andere Fragen an Andreas hast. Nee. Weil wir sind schon wieder etwas über die 2-Stunden-Grenze. Sorry. Ach, okay. Nee, ich fand das sehr interessant. Also ich fand es super. Bis dahin, genau, dass ich ergänzen kann, dass das auch meine Erfahrungen aus einem Wirtschaftsunternehmen sind. Also da fand ich sehr, sehr viele Vergleiche. Ja, ich denke, dass diese Sachen, die du angesprochen hast, was so die Personalführung und Einstellung betrifft, das kann man auch schon in privatwirtschaftlichen Unternehmen sehen. Ob das so in der Breite stattfindet, weiß ich nicht. Also ich denke schon, also das ist mein Eindruck von außen, dass das, was du angesprochen hast, diese fehlende Fehlerkultur, so schon eine relativ starke Eigenschaft von den Polizeien ist. Das ist so meine öffentliche Wahrnehmung, also das Fehler anzusprechen, ist irgendwie immer keine gute Idee und die zu behandeln sowieso nicht. Also
Und von das, also das, was du gesagt hast, unterstreicht das halt wieder so ein bisschen. Wobei ich danach, wie gesagt, bei der Bahn sehr anders erlebt habe. Also wenn da ein Ausfall war, dann gab es danach halt wirklich viel Fragen von, wie vermeiden wir das in Zukunft und was ist eigentlich genau vorgefallen. Da wurde jeden Ausfall sehr akribisch nachgegangen. Das war immer schon, also gerade weil, wenn ich gute IT abliefern will, muss ich zumindest in Sachen IT diese Frage stellen. Ob das in jeder anderen Hinsicht passiert, sei dahingestellt. Aber zumindest diese Erkenntnis hat man da. Genau. Ja, und deine Bahnerfahrung können wir dann ein andermal wahrscheinlich besprechen. ja, ich denke, das haben wir das jetzt relativ tiefgehend auch besprochen und ich fand das Gespräch auch super interessant, muss ich sagen. Und ich denke, müssen wir einige Links noch mit nachliefern, weil auch gerade diese Systeme, was du angesprochen hast, Inpol neu, EDAG etc., ich weiß nicht, ob das jeder von den Leuten da draußen kennt, aber das ist ja auch quasi hinlänglich dokumentiert, wie die aufgebaut sind. Also ich denke, da kann man auch einiges erfahren. Und ansonsten kann ich noch euch sagen, wenn ihr mal wissen wollt, was die Polizei so über euch weiß oder auch die Verfassungsschutzämter oder andere Behörden, kann man da immer gerne eine Anfrage stellen. Also die Grundverordnung erlaubt das halt. Und es gibt da so eine schöne Seite, die heißt datenschmutz.de, glaube ich. Mhm. Ihr macht das quasi automatisiert und das ist durchaus interessant, auch da mal nachzuhaken und zu fragen, was die Polizei über so jemanden gespeichert hat. Aber da kann ich wiederum sagen, ich habe diese Auskunft ja schon beantragt und diese ganzen F und A und B und sonstiges, da sind bei mir nicht die ganzen Informationen gekommen, die eigentlich hätten da sein müssen. Ich hoffe, wie oft warst du ausgeschrieben? Ja. Also zur Fahndung sollte ich noch nicht ausgeschrieben gewesen sein. Aber im Prinzip, was Anzeigen und Ähnliches liefen. Ja, das muss nicht in Info landen. Also das kann ja quasi im Zuge der Ermittlungen, was noch das Vorgangsbearbeitungssystem betrifft, kann ja am Ende heißen, dass nichts dabei rauskam, dann erreicht das auch das Info-System. Aber es kann natürlich eine Akte in dem Vorgangsbearbeitungssystem vorliegen. Aber Info erreicht es wirklich erst dann, wenn es, meine ich, irgendwie polizeilich wirksam wird. Das heißt, wenn irgendwie jemand nach jemandem gefahndet wird oder jemand wegen irgendetwas verurteilt wurde, in Haft gegangen ist oder sowas. Also wenn es nicht mehr nur der reine Tatverdacht und die Ermittlungen, also Fahndung ist natürlich auch bei Tatverdacht, aber wenn sich da nichts als haltbar herausgestellt hat, wenn dich nur jemand angezeigt hat, dann landet das nicht im Inhalt. Okay. Also wo hast du überall angefragt? Beim LKA, BKA oder? Ich habe einen. Ich habe BKA, gut, aber da war mir auch klar, dass beim BKA nichts liegen sollte. aber beim LKA war mir eigentlich klar, dass einige meiner polizeilichen Begegnungen, also was Verkehrsunfälle und sowas betraf, dort hätte eine Akte sein müssen. Und ja. Aber ich habe eben auch einen ganz speziellen Fall, an dem ich das Ganze aufgehangen habe. Und ich hatte damals auch ein Telefonat mit dem Datenschutzbeauftragten vom LKA. Und der hat mir auch so ein bisschen die Hintergründe erläutert, weshalb nach seiner Auslegung genau diese Daten nicht in dieser Auskunft auftauchen mussten. Okay. Also ich habe mich damals auf seine Aussage halt verlassen. Hier wiederum fand ich es interessant, dass theoretisch doch diese Datensätze da sein sollten. Keine Ahnung. Ja, genau. Also da müsste man wahrscheinlich entweder noch mal gezielter nachfragen, was ich jetzt aufgrund dieser ganzen Erzählung auch könnte. Aber eventuell ist da tatsächlich mal aufgeräumt worden. Ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, ich kann dafür für das Vorgangsbearbeitungssystem nicht viel sprechen. Für den Impol weiß ich, dass da nur drin landet, wo quasi Belastbares vorliegt. Und das ist ja dann in deinem Fall wahrscheinlich nicht der Fall. Also was mir auch schon andere Leute aus Behörden gesagt haben, ist, dass quasi, wenn du so eine Anfrage stellst, erfolgt durchaus zunächst erstmal eine Prüfung, ob das überhaupt gespeichert werden darf noch zu dem Zeitpunkt. Und wenn die zum Schluss kommen, nein, es hätte gar nicht mehr gespeichert werden dürfen, dann wird dann mal schnell die große Löschtaste gedrückt und du kriegst dann halt auch einen Negativbescheid. Also es kann auch sein, dass die
Also wenn das bei dir so wäre, dass die Daten vorher da waren, aber die sind halt gelöscht worden und danach wurde gesagt, nee, die gibt es nicht mehr und die gibt es aber dann auch wirklich nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt, ja. Das ist nur also, Spekulation jetzt von meiner Seite auch. Ja. Ja, wie auch immer, also ich kann an dir, Andreas, nur recht herzlich danken für das interessante Gespräch. Ich fand das echt super interessant und denke, es gibt für uns da viel zu lernen und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen das auch zu schätzen wissen. Und ja, ansonsten, vielleicht hört das auch ja jemand von der Polizei Thüringen und hat da ein bisschen Spaß und nimmt vielleicht auch ein paar Vorschläge zur Verbesserung mit und verbessert vielleicht auch die internen Prozesse. Das würde mich natürlich sehr freuen. Oder falls sich jetzt noch jemand anders berufen fühlt und möchte mit uns ein Gespräch führen, wäre auch ganz interessant, vielleicht auch noch eine zweite oder dritte Meinung zu hören. Genau, genau. Von der polizeifachlichen Seite her mal. Das wäre auch interessant. Ja. Richtig, also sprecht uns einfach an. E-Mail-Adresse steht auf datenkanal.org. Alles andere steht auch auf datenkanal.org. Mhm. Ansonsten wünschen wir euch erstmal einen schönen Jahresausklang, guten Start ins neue Jahr dann. Ja, vielen Dank nochmal an dich, Andreas. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr in alter Frische wieder. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.